zu meinen neuen Headset, Ohren, Kopfhörer, was weiß ich, wie die Dinger heißen. Und dann ist das Thema auch durch. Ihr habt euch so oft über den Ton beschwert und ich habe nachgegeben. Ich bin also nicht ganz lernresistent. Heute zu Gast jemand, auf den ich mich sehr gefreut habe. Da war ich erst ein bisschen zaghaft zu fragen. Ich weiß gar nicht warum. Und war im Jahr 2020 mit Sicherheit unter den Top 3 Personen, und ich würde sie gerne nicht alle benennen, aber sie war auf jeden Fall dabei, von der Person, deren Geschichte mich sehr beeindruckt hat und die Stärke, die sie ausgestrahlt hat, wo ich sie kennengelernt habe. Und zwar rede ich jetzt von Rola El Halabi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, ich weiß es gar nicht, Arabisch, Libanesisch, es ist einfach wirklich nicht so gut. Und das ist ihr tolles Buch. Ich bin gerade erst zur Hälfte, aber es würde mich sehr überraschen, wenn die andere Hälfte nicht so gut ist. Rola kann selber erzählen, warum ich das Buch so spät bekomme, kann sie gleich erzählen. Also erstmal schön, dass ihr da seid, Leute. Und mit einem Klick klicken wir uns zur Rola rüber. Hallo, Rola. Hallo, lieber Philipp. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um Gast zu sein auf unserem Kanal, sage ich ja so gerne. Ja, wie soll man dich vorstellen? Ich hab mir gedacht, ich würde den ersten Absatz auf dem Klappentext von deinem Buch Steh auf, Mädchen, vorlesen. Ja, Spiegel-Bestseller, mit Sicherheit eine Sache, die man unterstützen kann, kann man viel für sich selber rausziehen. Und das würde ich jetzt kurz vorlesen. Ich Sehr bin gerne, ich höre dir mal gespannt zu. Rola El Halabi aus Ulm. Seit dem 1. April 2011 kennt mich alle Welt als die Boxweltmeisterin, der ihr eigener Stiefvater in die Hand, das Knie und beide Füße geschossen hat, weil mein Stiefvater meinen Freund nicht akzeptieren wollte und ich ihn deshalb als Manager entlassen hatte. So stand es in der Presse. Rola, ist das nicht irgendwie traurig, dass man dich nicht als Boxweltmeisterin als erstes kennt, sondern als die Boxweltmeisterin, dessen Stiefvater ihr viermal in den Körper geschossen hat? Auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr traurig für eine Sportlerin, die Jahrzehnte alles für diesen Sport gegeben hat und ganz, ganz viel aus ihrem Leben geopfert hat. Aber ich muss sagen, das hat mir sogar mal jemand prophezeit. Das hört sich jetzt total krank an, ich weiß. Aber ich war damals, als ich von den Amateuren zu den Profis gewechselt bin ich zu allen deutschen Profi-Boxstellen gegangen. Einfach so diesen klassischen Weg. Ich bewerbe mich, ich möchte Profi werden. Und die haben alle, Philipp, wirklich alle haben zu mir gesagt, Rola, alles gut, du siehst aus wie eine Frau, du kannst drei deutsche Sätze, du hast eine solide Grundausbildung beim Boxen, du kannst gut, du hast alle deutschen Titel gesammelt, die man sammeln kann, aber du hast keine Geschichte. Ohne diese Geschichte wirst du nicht rauskommen, egal wie gut du boxen kannst. Und Was diese ist krass? Geschichte war es dann tatsächlich einige Jahre später, also so ungefähr 5 Jahre später, die mir dann den Durchbruch gebracht hat. Also ich hätte mir natürlich gerne eine andere Geschichte, eine etwas einfachere, schmerzfreiere Geschichte gewünscht, aber so ist das Leben halt oder so ist mein Leben. Und ich wusste, dass du im Frauenboxsport, allgemein im Frauensport in Deutschland, eine Story brauchst und meine war halt so dramatisch. Ja, ist schon traurig, auch wenn man das so gesagt bekommt, um dann irgendwie als Person gesehen zu werden, obwohl man ja also gleiche Leidenswege hinlegt wie ein männlicher Kollege, ja. Man bekommt nur medial nicht die Aufmerksamkeit und dann, ich will mal sagen, mu muss es so weit kommen, dass man sozusagen in die Medien kommt, für seinen Sport auch respektiert wird. Den Weg, den du da hingelegt hast, ist ja, glaube ich, auch, ja. Ist ja inspirierend für ganz viele, aber da würde ich noch gerne drauf kommen. Ich kündige es an. Rola ist auch gerade unterwegs mit Familie und so weiter und deswegen ist der Stream heute 75 Minuten begrenzt. Aber wenn wir uns gut benehmen, Rola gegenüber hat sie mir versprochen, dass sie die Geschichte zu Ende erzählt. Also es liegt auch ein bisschen an euch, ob die Rola das dann zu Ende erzählt. Rola, natürlich kann man deinen Wikipedia-Eintrag lesen, der ist aber, ja, der ist ja oft extern dann angefertigt, was wie wo was stimmt. Ehrenbauchtasche. Ist dann auch immer nicht ganz so sicher. Da steht natürlich drin, du bist als Einjährige nach Deutschland gekommen. Magst du so deine Kindheit kurz beschreiben, damit wir nachher auch das verstehen, vielleicht, wie es zu diesem Attentat kam? Und eins ist mir ganz wichtig:
Ich möchte dich nicht darauf reduzieren, das klingt zwar schon blöd auf dieses Attentat, mir geht es ja vielmehr darum, welche Stärke du auch danach bewiesen hast, aber ich finde die Vorgeschichte, die können wir nicht weglassen. Alles gut, kriege ich hin. Ich versuche mich auf das Kurz zu konzentrieren. Denn ja, meine Geschichte hat schon sehr früh sehr kompliziert angefangen. Ich bin im Libanon geboren, 1985 in Beirut, in der Hauptstadt. Und damals tobte halt so der Bürgerkrieg. Und als ich dann eineinhalb war, sind meine Eltern dann mit mir tatsächlich geflohen aus dem Libanon. Wir sind dann direkt nach Berlin gekommen, haben dort, glaube ich, 2 Monate verbracht und sind dann nach Ulm verlegt worden und hatten am Anfang wirklich so dieses klassische Flüchtlingsleben von einem Flüchtlingsheim ins andere. Dadurch, dass wir aber eine Familie waren, also das war auch so ein bisschen unser Glück, haben wir sehr, sehr schnell eine Wohnung bekommen. Und ja, ich kann mich so natürlich an die Zeit als Baby nicht wirklich erinnern. Das sind halt alles so Erzählungen. Ich weiß nur, dass das Verhältnis von meiner Mama zu meinem leiblichen Vater nicht so schön romantisch war. Es war auch keine Liebesstory. Sie hat ihn jetzt nicht aus Liebe geheiratet. Es war so eine arrangierte Ehe damals. Er kam aus einem guten Familien, also aus einer guten Familie. Man hat sich gekannt. Er war auch einige Jahre älter als meine Mama, ich glaube so 15 Jahre. Und ja, dann hat es halt einfach gepasst. Guter Mann, gute Frau und tolle Familien. Die verheiraten wir einfach mal. Und meine Mama ist so ein sehr, sehr, sehr schüchterner, zurückgezogener Mensch, die das halt einfach akzeptiert hat, weil sie ja so die Einstellung hatte, meine Eltern wollen ja nur Gutes für mich. Und das Verhältnis war dann auch wirklich nicht so prickelnd. Mein leiblicher Vater ist nie in Deutschland angekommen. Meine Mama war immer alleine mit mir. Sie ist dann relativ schnell auch wieder schwanger geworden. Dann kam meine Schwester auf die Welt. Da war ich 2,5, also wirklich ein Jahr nachdem wir nach Deutschland gekommen sind, kam sie auf die Welt. Und mein leiblicher Vater hatte so einen Bekannten in der Familie. Also es waren einfach so auch Flüchtlinge aus dem Libanon, die sich natürlich zusammengetan haben, die sprechen dieselbe Sprache, haben dieselbe Vergangenheit. Es haben sich so Freundschaften gebildet und den haben wir von klein auf gekannt. Und mein leiblicher Vater ist wirklich, ich glaube, 2, 3 Monate nach der Geburt meiner Schwester wieder in den Libanon gegangen, hat einfach so gesagt, okay, er kommt hier nicht an, er lässt uns hier und ist dann weg gewesen. Meine Mama war ganz alleine hier in einem Land, wo sie die Sprache nicht beherrscht, wo sie eigentlich noch nie was gesehen hat, weil sie immer zu Hause war. Und ja, hatte dann Gott sei Dank halt diesen einen Bekannten, den sie von Anfang an kannte. Und da kam dann so ihre erste Liebesgeschichte. Die haben sich dann verliebt, sind zusammengekommen. Das war, glaube ich, so 1, 2 Jahre später. Ich kannte ihn aber schon von klein auf. Und das war dann so unser Ersatzpapa. Beziehungsweise es war einfach unser Papa. Also ich kann mich nie erinnern, dass ich mal einen anderen Vater hatte. Okay, hattest du danach Kontakt auch zu deinem Vater noch, also als Kind oder so, oder Kontakt wirklich im Gar Libanon nicht. und Kontakt weg? Genau, überhaupt nicht. Also jahrelang war da überhaupt kein Kontakt. Also weder von uns eine Kontaktaufnahme, also durch meine Mama, aber auch von ihm gab es keine Kontaktaufnahme. Das kam ein bisschen später dann. Da erzähle ich auch, warum es kam. Ja, die sind dann zusammengekommen. Unser neuer Papa hat uns wirklich wie die eigenen Kinder aufgenommen. Er hat uns geliebt. Er war einfach unser Papa. Und ja, er hat mich dann so begleitet. Also mich hat das anscheinend schon sehr geprägt, dieser Verlust vom Vater. Ich habe mich dann plötzlich sehr, sehr zurückgezogen, war so in meinem eigenen Schneckenhäuschen und ja, war sehr introvertiert. Und das wurde mir dann in der Schule später zum Verhängnis. Ich wurde dann Wurdest du natürlich. Bitte? zweisprachig erzogen oder zu Hause Ja, ist ja. ja zweisprachig? Libanesisch zu Hause und klar dann halt im Kindergarten Deutsch. Und ja, als ich dann in die Grundschule kam, wurde mir halt dieses Verhalten zum Verhängnis und ich wurde dann halt mit der Zeit so das klassische Mobbingopfer. Und ja, es ist immer schlimmer geworden. Anfangs war es einfach nur so Hänselei. Rola, Irgendwann bist du, ja. darf ich dich fragen, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Zu dem Zeitpunkt, Kindergarten, dann bist du so irgendwie Anfang der 90er, deutsche Wiedervereinigung. Ja, wegen was wurdest du gehandelt? Also wegen der Fluchtsituation oder? Nee, gar nicht. Also da hatte ich wirklich Glück. Das hatte nichts mit meiner Herkunft oder so zu tun. Ich muss ehrlich sagen, ich war wirklich in Schulen, wo das
komplett gemischt war. Also da waren wirklich ganz, ganz, ganz viele Migrantenkinder dabei. Und das war jetzt nie so ein Grund. Es war wirklich meine Persönlichkeit. Es war mein Charakter. Man hat sich natürlich so die Starken, sage ich mal, haben sich immer so das schwächste Glied gesucht, um zu ärgern, zu mobben. Und das war eben ich, weil ich alles mit mir habe machen lassen. Und ja, es hat ganz, ganz easy angefangen, sage ich mal, mit Ausschließen, mit Mobben, nein, nicht Mobben, Hänseln jetzt. Und irgendwann wurde das halt wirklich so, dass ich auch geschubst wurde, dass meine Sachen geklaut wurden, dass sie in den Dreck geschmissen wurden. Und meine Mama hat es dann in der dritten Klasse, hat sie das miterlebt. Die haben das früher schon natürlich gemerkt. Es kann nicht sein, dass man mir ständig neue Sachen kauft und ich sie verliere, kaputt mache oder Ja. sonst was. Meine Eltern haben da gemerkt, irgendwas stimmt nicht, aber die haben jetzt nicht so weit gedacht. Bis auf einmal, da hat meine Mama das dann wirklich gesehen. Die hat mich früher abgeholt als geplant und hat dann diese Situation am Schulhof dann miterlebt. Und ja, dann kamen halt meine Eltern auf die Idee, okay, hey, wir müssen an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten und haben mich dann in den Sport gepackt. Meine Schwester, muss ich dazu sagen, die ist ja das absolute Gegenteil von mir. Die ist sehr extrovertiert, voller Energie, auch schon von klein auf war sie so. Und sie hat man in den Turnsport gesteckt, dass sie so ein bisschen runterkommt von ihrem Ja. Energieschub jeden Tag. Und es hat bei ihr wirklich was gebracht. Und dann dachte man, bei mir kann man das Gegenteil bewirken, probieren wir es auch mit Sport. Ja, aber dann halt so typisch Mädchensachen, die halt anscheinend zu meinem Charakter passen sollten. Und es war gar nichts für mich. Was hast du denn alles ausprobiert? Turnen, Reiten, Schwimmen und Tanzen. Okay. Oh Gott, bloß nicht. Ganz schlimm. Klar, hat damit auch zu tun gehabt, dass ich ja auch mit Gleichaltrigen wieder da war und da schon so diese schlechten Erfahrungen in der Schule hatte und mich erst gar nicht getraut habe, da jetzt groß Fuß zu fassen. Und ich wollte es irgendwie nicht. Und mein Papa, also Stiefpapa, wie auch immer wir ihn nennen wollen, kam dann so als auf die Idee, so als letzten Ausweg zu sagen, hey, ich nehme sie mal mit zum Boxen. Er war Hobbyboxer. Und ja, er war aber der Einzige, der so von dieser Idee begeistert war. Alle anderen haben ihm den Vogel gezeigt, so hey, das passt doch gar nicht. Und vor allem mein Trainer damals oder sein Trainer, der ist komplett durchgedreht. Spinnst du? Was will ich mit der? Diese Heulsuse. Er kannte mich ja auch. Er war ja Freund der Ja. Familie. Boah, die wird nur rumflennen und das bringt mir nichts. Das war 1994. Alle beim Thai-Boxen einfach nur am Schwitzen, am Stinken, am sich die Rübe einhauen. Da war nichts mit Frauen und Kinder und sowas. Weißt du, was ich meine? Das war einfach ein knallharter Sport. Die haben sich da gekloppt und sind danach zufrieden nach Hause gegangen. Und es waren nur Männer über 18. Und dann kommt da so ein kleiner Hüpfer, der die Thai-Box-Hose vom Papa anhat, die so über das Knie geht. Weißt du, meint so, hallo, ich möchte mitmachen. Und das hat ihm gar nicht gepasst. Und ja, aber mein Vater hat ihn dann überredet, dass ich zumindest mal mitmachen darf. Er soll mich nicht beachten, soll mich gar nicht trainieren, ich soll einfach mitmachen. Ja, und plötzlich hatten halt alle ein Problem, weil das genau meins war. Ich bin da so aufgegangen, es hat mir so Spaß gemacht. Ich habe plötzlich gemerkt, so hey, ich kann was. Ich hatte dann auch natürlich ein gewisses Talent, was man da entdeckt hat. Und ja, ich habe einfach, wie sagt man? Keine Ahnung, es hat mir einfach Spaß gemacht. Aber Rola, Ich es ist gerade, also ich hänge immer noch an dem Satz, so ja, ich war so introvertiert und ohne Energie oder meine Schwester ist die mir der Energie. Wenn du, also ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, die jetzt hier beim Erzählen rüberkommt, ja, die macht mich ja, nimmt mich ja gleich voll mit, kann man mal sehen, dass man sich auch als junger Mensch bloß nicht aufgeben sollte, ja. Also sich bloß nicht von Mitschülern oder Erwachsenen einreden lassen, man muss so und so sein und in diese Schublade muss man auch reinpassen, weil ich kann mir diese zurückhaltende irgendwie Rola jetzt so gar nicht vorstellen. Ja, ich habe jetzt natürlich im Bild irgendwie eine Neunjährige in den Thai-Box-Hosen, ja, ist natürlich dann schon ein krasser Weg. Was mich aber noch so interessieren würde, natürlich erstmal zu sagen, erstens, was sagst du heute? Papa, Stiefpapa oder hast du einen anderen Namen? Ja, wir reden ja immer noch von dem Attentäter, ja, von deinem Attentäter. Es kommt immer darauf an, über welche Phase ich in meinem Leben rede. Wenn ich über meine Kindheit rede, dann habe ich wirklich meinen Papa vor Augen. Verstehst du, was ich meine? Ich habe gelernt, im Laufe der Jahre das zu trennen. So, der Mann, der mir das angetan hat, der war zu dem Zeitpunkt nicht mehr mein Papa. Der hat sich in einen anderen Mensch verwandelt. Aber ich darf nicht vergessen und ich muss einfach, so verrückt das jetzt auch klingt für viele, aber ich muss so fair sein. Und auch diese Momente, wo er wirklich an meiner Seite stand und wo er gut war zu mir,
Die muss ich auch so belassen, an denen darf ich nicht rumdrehen und verfälschen. Da war er einfach mein Papa. Und es gab im Endeffekt ein paar Situationen in meinem Leben, wo ich ihn nicht unbedingt als Papa bezeichnen möchte, weil das mir dazu sehr weh tut. Aber wenn ich jetzt über meine Kindheit spreche, über meine Zeit während dem Sport, als er mich so unterstützt hat, da war er hauptsächlich mein Papa. Und Also ich finde, deshalb sage ich da auch immer ich finde, Papa. das ist sehr, sehr respektabel, das ist sehr, sehr reflektiert, ja. Finde ich ein ganz starker Input. Es ist die Frage, die sich für mich auftut, natürlich, wenn du sagst, ja, über deine Kindheit, würdest du dann grundsätzlich sagen, so, wenn wir jetzt die Schule rausnehmen, so diese Zeit der Hänselei und des Mobbings, zu Hause die Situation, magst du uns die ein bisschen beschreiben? Es hat ja auch vielleicht ein bisschen was mit der Herkunft nachher zu tun. Ja, welches Familienbild da ist, magst du uns so ein bisschen Einblick in die Familie geben? Wie die Strukturen da waren, wie wurdet ihr angenommen, ja, auch als zwei sozusagen uneheliche Kinder? Also ich muss sagen, was das Thema angeht, wurden wir komplett aufgenommen. Also so, da gab es überhaupt keine Probleme. Er hat uns auch freiwillig sehr, sehr schnell, sehr früh dann adoptiert. Also er wollte immer, dass wir auch vor dem Gesetz wie seine leiblichen Kinder behandelt werden. Er hat es nie akzeptiert, wenn irgendjemand gesagt hat, deine Stieftöchter oder so. Fertig, wir waren seine Töchter, er war unser Papa. Das hat so dieses, dass wir nicht sein Fleisch und Blut sind, hat für ihn nie eine große Rolle gespielt. Auch seine Familie im Libanon hat uns super aufgenommen. Auch sein Bruder hier, zu ihm hatten wir eigentlich so die einzige Bindung, weil der Rest der Familie nicht in Deutschland war. Meine Cousinen und meine Cousins, das waren für uns immer so die Leiblichen. Also da gab es nie dieses Gefühl irgendwie eines stiefväterlichen Verhältnisses oder so. Da kommt mein kleiner Chef. Und nicht rumdrücken, Schatz. Und deshalb, so haben wir uns auf beiden Seiten super akzeptiert. Also da gab es diese Brücke nicht oder diese Blockade nicht. Aber was wir natürlich gemerkt haben, beziehungsweise was wir im Alter gemerkt haben, als Kinder haben wir das ja gar nicht so festgestellt, war schon dieser. Ich weiß, ich habe bis heute noch nicht das Wort dafür. Schon dieser arabische Tick, den viele Männer leider haben. Also ein So diese sehr Hierarchie zu Hause, okay. da war das dann schon so, dieses T-Shirt ist rot, dann ist es einfach rot. Ja, Verstehst du so, sonst was gibst du er einen Pfand gesagt drauf, hat, ey. war Gesetz. Okay. Fertig. Ob uns Okay. das passt oder nicht, hat in dem Moment keine Rolle gespielt. Nach außen jedoch. Auch als wir so ein bisschen dann in der Öffentlichkeit waren, durch unseren Sport, meine Schwester war ja auch Ehrenbauchtasche. leistungsmäßig unterwegs in der deutschen Nationalmannschaft, also auch auf sehr, sehr hohem Niveau, standen wir also in der Öffentlichkeit. Da hat er immer darauf Wert gelegt, zu zeigen und auch so zu sagen, dass wir integriert sind. Er hat immer Wert gelegt, dass wir für die deutsche Nationalmannschaft starten und nicht für den Libanon. Dass wir Abitur machen, dass wir die deutsche Sprache beherrschen, dass wir wirklich als Deutsche anerkannt werden, dass wir einen deutschen Freundeskreis haben, so nach außen, so wir sind absolut, wir sind hier angekommen, wir nehmen nicht nur die Privilegien, sondern wir leben auch diese Freiheiten. Zu Hause jedoch nicht. Zu Hause war er sehr, sehr streng, sehr egozentrisch auch, also so, was er wollte. Haben wir dann auch getan. Er hat das ganz, ganz clever gelenkt, sage ich mal, weil er hat uns, also meine Schwester und mir, komplett zu 100% das gegeben, was. Sorry. Kein Problem. Für Schatz. Familie braucht man sich nicht entschuldigen. Genau. Er hat uns das gegeben, was wir brauchen und was wir wollten. Wir wollten nichts anderes außer unseren Sport. Meine Schwester und ich. Und das über Jahre hinweg. Und das hat er ganz clever gemacht, so, weißt du, uns an der kurzen Leine gehalten, aber auf der anderen Seite uns halt das gegeben, was wir wollten. Und es war halt so dann Zucker. Nee, Schatzi, Laptop braucht Mami. Ja, noch ganz kurz, bitte. Warte kurz. Und Ehrenbauchtasche. genau, und das war halt so schwierig. Irgendwann, wenn du so erwachsen wirst, checkst du, dass das nicht normal ist, was der da macht? Diese Strenge, diese Kontrolle, dieses, ich musste sogar meine Boxoutfits von ihm genehmigen lassen. Okay. Ich durfte Bikinis tragen, Miniröcke, alles. Also freizügig waren wir. Das hat er schon zugelassen, aber es musste ihm immer gefallen. So, wenn die Farbe meines Boxrocks ihm nicht gefallen hat, dann habe ich sie halt umschneiden lassen, habe ich mir ein neues Outfit gekauft und lauter so Sachen. Er wollte einfach alles kontrollieren, er wollte alles entscheiden und er wollte einfach in alles involviert sein. Also Was das war so die
Rasse. Wir durften nicht mal, also sogar unsere Gedanken wollte er wissen. Der hat uns jeden Tag gefragt, was denkst du gerade? Wo sich jeder denkt, so, was geht dich das an? Weißt du, was ich meine? So, und wir haben nur nichts, aber du kannst ja nichts denken, das weiß ja jeder. Aber er wollte einfach alles wissen und in alles involviert sein. Und Roland, darf ich dich auch, fragen? ja. Darf ich dich fragen, was hat dein Vater dann beruflich ausgeübt? Deine Mutter, dann, wenn ich mein Klischee mal raushängen lasse, dann Hausfrau zu Hause oder? Genau, meine Mama hat sich um die Familie gekümmert. Wir haben dann auch noch einen Nachzügler gehabt, meinen kleinen Bruder, also sein leibliches Kind dann, der kam, ich glaube, da war ich 15, dann kam er ja auch noch auf die Welt. Das heißt, meine Mama hat sich einfach um die Familie zu Hause und Haushalt gekümmert. Er hat unterschiedliche Dinge gemacht. Also er war im Sicherheitsgewerbe tätig. Er war auch eine ganz, ganz lange Zeit, klar, als Libanese Autohändler, so dieses klassische Ding. Tut mir leid, Wir du hatten siehst mich einen ja gerade nicht, aber ich libanesischen. lache. Kann ich mir vorstellen, ich lache ja auch. Er war Autohändler. Wir hatten ein libanesisches Restaurant. Er hat sich natürlich auch irgendwann so ein bisschen rausgezogen und hat sich nur noch ganz professionell um meine Karriere gekümmert, als es dann wirklich Richtung Profi ging. Da hat er dann nebenberuflich oder hauptberuflich nichts mehr gemacht, außer meinen Sport zu managen. Und ja, er hat selber im Rotlichtmilieu nichts zu tun gehabt, aber er hat halt mit diesen Leuten verkehrt. Also sein bester Freund war, ja, steht ja auch in meinem Buch, ein Zuhälter. Wir hatten auch familiär mit diesen Kreisen zu tun. Dadurch, dass viele Freunde von ihm da gearbeitet haben, weißt ja selber, dann wird die Familie auch mal eingeladen und dann hast du auch als kleines Mädchen, obwohl du weißt, was die für eine Arbeit machen. Und so dieses, das hat gar nicht gepasst, das ist so diese Doppelmoral gewesen. So, hey, wir haben unsere Grenzen, wir sind arabische Mädchen manchmal aber auch nicht, da sind wir dann so die Deutschen. So diese Doppelmoral, mit der bin ich schon sehr, sehr früh überhaupt nicht klargekommen. Also das hat mich immer aufgeregt, Haben ja das hat Kinder mich auch immer ein sehr, genervt, meine Mama auch. sind ja Kinder auch sehr feinfühlig für, ja? Also, die das dann sofort Voll. merken, ja, wenn man Kindern was sagt, das tut man nicht und das macht man, wenn man es dann selber macht und so weiter. Das unterschätzen Eltern oft, ja, dass die eigene Doppelmoral angeblich nicht erkannt wird, aber ich merke das selber, dass Kinder da sehr feinfühlig für sind. Spielte bei euch, Genau. also die Frage muss kommen, aus meiner Sicht, spielte die Religion eine Rolle oder war es eher so ein Bild, dass dein Papa aus dem Libanon mitbekommen hat von seiner Familie, wie Familie zu funktionieren hat und was vielleicht Kinder dürfen oder nicht dürfen? Ich würde sagen, bei uns in der Familie hat Religion noch nie eine Rolle gespielt, überhaupt. Also klar, wir sind Moslems gewesen und so, das wussten wir, auch als Kinder. Aber ich kann mich jetzt nicht an irgendwas erinnern, was wir gemacht haben, was uns zu einem Moslem nach außen zumindest gezeigt hat oder so. Also wir waren ja ganz normal westlich gekleidet, auch meine Mama sehr, sehr modern, kein Kopftuch oder sowas. Ich war die Einzige tatsächlich, die den Glauben, ich hatte so eine Phase in meinem Leben, so 5 Jahre lang, wo ich das wirklich ausgelebt habe. Ich habe gefastet, ich habe 5-mal am Tag gelebt, klar, Gott sei Dank, gebetet, ich habe gelesen, ich habe den Koran gelesen. So, ich wollte mich mal wirklich so, hey, was ist das überhaupt? So, nur weil es meine Eltern sagen, so, wir glauben an das. Ich bin nicht so ein Mensch, so, ich hinterfrage dann irgendwann etwas und habe das auch wirklich gelebt. Und aber ich war auch die Einzige. Die Religion hat bei uns nie ein großes Thema gespielt. Es war immer so dieses Kulturelle. So, bei Okay. uns macht man das nicht. Also bei uns Libanesen, bei uns Arabern. Aber so die Religion fand ich, was heißt fand ich, hat noch nie eine Rolle gespielt, bis natürlich mein damaliger Freund dazu gestoßen ist. Da war das Okay. dann so plötzlich zum ersten Mal in unserem Leben ein Thema. Okay, also doch dann rausholen, wenn man es braucht. Genau, vorschieben so. Ah, okay, ich kann es nicht erklären. Ich kann keine guten Argumente bringen, gegen die sie nichts zu vorzuwenden hat oder also was auszuwenden. Ach Gott, jetzt kann ich schon kein Deutsch mehr. Also die Argumente, die er mir gebracht hat, irgendwann haben nichts mehr geholfen. Und dann schiebt er halt die Religion hin, weil die Religion kannst du nicht erklären. Das ist halt so, weißt du, was ich meine? Gott hat das gesagt. Kein Mensch weiß, ob das jemals stimmt oder was weiß ich was. Aber man akzeptiert es einfach. Und
da war das dann so der letzte Ausweg, dass er gemeint hat, er schiebt jetzt die Religion vor, was er 22 oder 25 Jahre davor noch nie gemacht hat. Ja. Okay, wir haben so ein bisschen Einblick in die Familie bekommen. Ist ja auch aber oft nicht so weit entfernt. Da hole ich mir vielleicht ein bisschen Hate hier rein, aber ist auch nicht so viel entfernt von, sag ich Ehrenbauchtasche. mal, von so einer biodeutschen Familie, die nach außen auch alles ist gut, alles ist schön und zu Hause wurde es auch diktatorisch geführt. Ja, also auch bei uns in der Familie hat mein Vater auch öfters mal den Diktator raushängen lassen und das Patriarchat geführt. Also, okay, aber trotzdem, jetzt geht's zum Boxen. Okay, wir müssen irgendwie unsere Tochter müssen wir irgendwie stärken. Ja, und die andere Tochter machen wir ruhiger und dann geht's los. Dann hast du gesagt, ging's zum Thai-Boxen erstmal. Jetzt hattest du das vorhin gesagt, okay, dann hat man sehr schnell, oder ich weiß nicht, ob du sehr schnell gesagt oder schnell oder gar nicht, dass du ein Talent hast. Wie hat sich das geäußert? Irgendwie 9 Jahre alt, war das so? 94? Ja, Ja, nein. also. Wer hat das gesehen und dann, ja, okay, wie geht das dann los? Wie muss ich das vorstellen? Zweimal die Woche, 1 Stunde Thai-Boxen oder jetzt auf einmal Also ich nur noch Thai-Boxen? Also ich habe ja mit Thai-Boxen angefangen und ich glaube, es war wirklich so, wie du sagst, bei zweimal die Woche, 1 Stunde oder 1,5 Stunden haben wir damals sogar trainiert. Und das Talent hat da tatsächlich mein Trainer gesehen. Und zwar war das ja so, ich konnte mich natürlich nie mit jemandem messen, der irgendwie gleich stark ist, weil es waren ja alles Männer. Aber alleine mein Auffassungsvermögen war anders. Er hat etwas erklärt, ich gleich umgesetzt. Er hat 3 Wochen später das wieder erklärt. Ich war die Einzige, die das wusste und gleich umsetzen konnte, und die anderen waren so: Hä? Was redet der? Also, so, weißt du, ich habe das aufgesaugt wie so ein Schwamm. Jede Information war für mich Gold wert. Ich habe Dinge schneller umsetzen können. Ich habe mich daran erinnert. Ich habe dem Trainer zugehört. Ich habe nach einer gewissen Zeit die Techniken schon vorzeigen dürfen. Und das zeugt halt einfach vom Talent. Zumindest. Also klar konnte ich mich jetzt nicht messen, und es war ja dann irgendwann auch so für mich dieses Schwierige. So alle sagen, ich bin so toll, so unfassbar stark und so, aber ich werde immer unterlegen sein, wenn ich mit Männern mich messe. Und dann kam ich wirklich an den Punkt, ich glaube mit 12 oder so, wo ich so ein bisschen die Lust nachgelassen hat. Und mein Trainer hat da Gott sei Dank eingegriffen, hat es gespürt und hat dann gesagt: Hey Rola, ich glaube, wir müssen mal auf Wettkämpfe fahren. Bruder, Einfach um. darf ich noch Ja. einmal kurz davor, weil es ja vielleicht für viele Eltern ja auch was ist. Kannst du dich an so einen Punkt erinnern, wo du gemerkt hast, okay, der Sport gibt mir jetzt wirklich, der macht mich größer? Also an dem wachse ich gerade. Wann war das so eine Phase? Weil ja viele Eltern sich manchmal fragen, du bist ja ein Vorbild für ganz, ganz viele Menschen da draußen. Und auch das ist ja eine Sache, ja, von diesem Kind, das irgendwie gemobbt wird, ja, und dann zu diesem Sport geht. Hast du da so einen Punkt, hast du da eine Erinnerung, wo du sagst, ja, jetzt hier. Ich glaube, das Problem, was heißt, ich glaube, ich weiß es, das Problem an Kindern oder Menschen, die gemobbt werden, liegt hauptsächlich daran, dass sie überhaupt kein Selbstvertrauen haben. Das heißt, sie haben in sich selber, in ihre Fähigkeiten, in ihr Können null Vertrauen. Die trauen sich nichts zu. Und die akzeptieren auch deshalb diese Schläge oder Hänseleien von den anderen, weil sie meinen: Okay, ich habe das verdient, ich bin ja nichts, ich bin niemand, ich kann nichts. Und das war ja bei mir auch so der Fall. So, ich habe mich immer als einfach so ein kleines Entchen gesehen, was nicht auffällt, was niemand, was nichts ist im Endeffekt. Als ich dann im Sport plötzlich gemerkt habe, so das erste Lob bekommen habe vom Trainer, von meinen Trainingspartnern, als ich plötzlich so kleine Erfolge gesehen habe, von am Anfang habe ich nur 5 Liegestütze geschafft und nach 3 Wochen war ich schon bei 10. Weißt du, kleine Schritte, als ich die persönlich wahrgenommen habe, hat sich automatisch so meine innere Rola so aufgebaut und so hier so, ich bin's, nach dem Motto einfach viel stärker geworden innerlich. Und da gehört halt wirklich viel Lob dazu. Also ich habe dann auch wirklich sehr, sehr lange mit Kindern gearbeitet als Erwachsene. Und klar, die Kinder, die dann so reinkamen in die Halle und sich nicht getraut haben, die waren dann so meine Babys, weil ich ganz genau wusste, wie die sich fühlen. Und es ist so krass, was man bei so kleinen Kindern, die kein Selbstvertrauen haben, verändern kann mit einfach Lob und Aufmerksamkeit. So, Einfach denen.
Punkt, der Stream ist zu Ende. Rola, bester Kommentar des Tages. Da machen wir ein Meme draus, ja. Also ist einfach, ja, toll. Tut mir leid, dass ich so echt so unprofessionell alles unterbreche. Gut. Aber das ist, es ist, ich hoffe, dass Leute das sehen und dass sie es wissen, wie wichtig das ist, wenn sie sich manchmal fragen, warum ist mein Kind in der und der Situation, das macht mich ganz emotional gerade, dass sie selber so viel dafür tun können, Kinder zu stärken. Ja, einfach dem Kind das Gefühl geben, hey, du bist jemand, du bist stark, ich glaube an dich. Und für die Kinder sind die größten Helden immer die Eltern, bis zu einem gewissen Punkt. Und in dem Alter, wo man das wirklich noch nutzen kann, dieses angehimmelt werden von den eigenen Kindern, kann man so viel bewirken. Einfach nur, ich mache das zum Beispiel mit meinen Kindern jetzt so, ich sage denen jeden Abend, dass sie die tollsten Kinder sind, dass sie die stärksten Kinder sind, dass sie alles erreichen können, was sie wollen im Leben. Und wenn dann mein Kind mal irgendwie sagt, na, ich kann das, dann setze ich mich so lange mit dem Kind hin und versuche sie ihr zu zeigen, dass es möglich ist, bis sie am Schluss einfach sagt, nein, stimmt Mama, ich kann das. Also so dieses, ich kann das nicht, sorry, das hatte ich falsch gesagt vorhin. So, wenn sie denken, sie können etwas nicht, dann versuche ich die so lange zu stärken, bis sie wirklich davon selbst überzeugt sind, dass sie es können. Und das ist es. Ich habe auch später, ich mache immer wieder so Sprünge, aber die kommen mir halt so in den Gedanken, als Jugendliche mit Jugendlichen übers Jugendamt gearbeitet. Man hat sie schwer erziehbar genannt. Und ich fand das so schlimm. Dabei waren das einfach Kinder, die keine Aufmerksamkeit hatten. Mit ein bisschen Lob, mit ein bisschen Aufmerksamkeit, mit ein bisschen Zeitaufwendung für die, haben die Kinder sich plötzlich so geändert und verwandelt. Und da habe ich mir so gedacht, so, hey, das ist einfach eigentlich so easy. Man muss es nur machen. Also ist es dann so bei dir passiert, nachdem du da raus bist, erstmal so ein starker Input. Ja, also ich kann dir auch sagen, die Community, du kriegst sehr, sehr viel Zuspruch. Leute, auch nochmal Werbung. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Zeigt da ein bisschen Support. Ihr könnt da wirklich viel rausziehen, zumindest auf den bis zur Hälfte, wo ich jetzt bin. Ja, es fängt ja erst an ab der Hälfte. Genau, ich gehe davon aus, es geht genauso weiter. Leute, zeigt das mal, es ist wirklich was, kann jeder was für sich rausziehen. Dankeschön. Werde ich nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Und ich kann sagen, wenn ihr die Chance habt, Rola irgendwo mal zu treffen, auf Veranstaltungen und so weiter, geht dahin, schon allein in ihrer Nähe. Es ist eine sehr herzliche und eine sehr, wie soll ich sagen, standfeste Frau. Die hat eine Meinung. Also das ist hier nicht, weich gewaschen oder so. Ich habe dich ja erlebt, auch in dem Talk und so. Und da hast du mich sehr, sehr beeindruckt, dass du dich da auch nicht von den Positionen manchmal so beeindrucken lässt. Das war ganz stark. Also noch einfach mal ein Loblied ganz kurz. Ja, ist einfach so ein Gefühl. Ich lerne ja auch ganz, ganz viele Menschen kennen und da gehörtest du ganz weit mit oben, die mich sehr, sehr beeindruckt haben. Jetzt, also der Sport hat dich dann auch außerhalb des Sports größer werden lassen und stärker werden lassen. Ja, es hat sich auf jeden Fall. Hat sich übertragen auf alle Lebenslagen. Das hattest du auch sehr schnell dann gemerkt. Ja, heute als Erwachsene weiß ich das. Damals als Kind habe ich das nicht gewusst, aber ich habe gelernt, dass wenn du etwas im Äußeren verändern willst, dann musst du im Inneren anfangen. Das heißt, wenn ich selbstbewusst werden will, muss ich erstmal im Inneren anfangen. Und im Inneren ist es dein Selbstvertrauen, weil das siehst nur du, das hast nur du. Das, was du nach außen siehst, das ist dann dein Selbstbewusstsein, was auch die anderen mitbekommen. Und als ich wirklich dann diese innere Stärke hatte, dieses Vertrauen in mich selbst, dass ich sage, hey, ich weiß, im schlimmsten Fall könnte ich mich wehren, habe ich mich auch das erste Mal dann auch getraut, in der Schule mal Nein zu sagen, mich zu wehren. Verbal, ich musste mich Gott sei Dank ein einziges Mal nur körperlich wehren. Das war dann so mein Befreiungsschlag. Aber davor stand ich einfach da mit einer ganz anderen Körpersprache. Ich habe eine laute Stimme gehabt. Ich habe den anderen so versucht, die Grenzen aufzuzeigen, wo sie natürlich erstmal alle schockiert waren, weil kein Mensch damit gerechnet hat. So jahrelang haben sie mit mir machen können, was sie wollen. Und plötzlich hat dieses Mäuschen auch eine laute Stimme und kann Nein sagen und hey, hör auf und so. Das hat sich dann schon dann sehr, sehr schnell verändert. Und eine Situation, es gab dann so, es gibt immer dieses, wenn ich das so sagen darf, dieses kleine Arschloch, was nie aufhört. Weißt du, was ich meine? So alle haben es verstanden, aber er meint es halt noch so bis zum Schluss durchzuziehen, der mich immer noch gemobbt hat und wo ich dann wirklich meinen ganzen Mut zusammengefasst habe, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt oder nie, Rola. Und er hat mich wieder gehänselt und geschubst und gemacht. Und beim Thai-Boxen lernt man ja auch kicken.
Und ich habe dann ihm ein, das nennt man so Eisbein, weißt, so mit dem Schienbein auf den Oberschenkel des anderen. Ich wusste ja auch, wie es geht, ohne jemanden zu verletzen, aber ihm weh zu tun. Und das habe ich dann gemacht. Und der kleine Junge, ich glaube, was waren wir da, 10, 11, der ist zusammengebrochen und hat halt geweint, wie ich jahrelang. Und das war dann so dieser Befreiungsschlag für mich. Es hat nie wieder danach irgendwie jemand versucht, mich zu ärgern, zu mobben. Die wollten dann eher so meine Nähe plötzlich, die Leute oder die Wie sich das Kinder. dreht, ja, wie sich Und das dreht. Wahnsinn. Und plötzlich bist du dich, also wirklich Hollywood-mäßig, weißt du, so dieses Mobbing-Opfer wird plötzlich zum Star der Schule. Und ich bin auch dann ein Jahr später Klassensprecherin geworden. Also ich habe mich auch im Äußeren so enorm verändert. So du hast gerade gesagt, das, was du jetzt, diese Energie, die du spürst jetzt und die du hörst, die hatte ich dann auch wirklich als Jugendliche, als kleines Kind noch nicht, aber dann, als ich so in dieses Alter 11, 12, 13 gekommen bin, da war ich dann schon stark, laut, hab das durchgesetzt, was ich wirklich wollte und nicht, was man von mir erwartet hat. Okay, aber zu Hause wusstest du, wo dein Platz ist, sozusagen. So hart das klingt. Immer, Immer. immer, bis zum Schluss, also bis wirklich zu dem Zeitpunkt, wo es eskaliert ist, wo dann mein Vater irgendwann ausgezogen ist, bis zu dem Zeitpunkt, sogar noch länger, sogar noch ein paar Monate später. Ja, krass. Ja, der goldene Käfig. Ja, das sind ja auch ungemeine Kräfte, die auf einen wirken, ne? Man wird jahrelang, also schon, wie gesagt, als Baby, als Kind darauf getrimmt, ne? Wo der Platz ist und sich davon loszulösen. Aber dazu kommen wir noch alles. Das ist ja auch der spannende Weg, den du danach noch hingelegt hast. Ja, das wollen wir jetzt mal nicht vorgreifen. Okay, also Talent wird erkannt und jetzt heißt es, ja, Rola braucht irgendwie auch eine Herausforderung und wir müssen irgendwie auch mal gucken, dass sie mal einen Wettkampf bestreitet. Und kannst du dich daran erinnern, was dein erster Kampf war? Ja klar, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und zwar war ich 13 und es war sehr, sehr schwierig, das war Ende der 90er, überhaupt Wettkämpfe zu finden, so für Mädchen auch noch. Hallo, ist sie bekloppt, so nach dem Motto. Und wir sind zu so vielen Turnieren gefahren und die sind dann nicht gekommen oder haben sich dann doch irgendwie zurückgezogen. Und dann hieß es, endlich haben wir eine gefunden, die sich bereit erklärt. Dann fahren wir dahin, wir wiegen uns, ich bin 4 Kilo schwerer als sie, ein Kopf größer, obwohl ich 13 war und sie 23. Sie war halt so 1,50, so ein kleiner Stupser, gerade mal 51 Kilo. Ich ja schon als 13-Jährige ausgewachsen, also war schon bei 1,68. Und ja, die haben gesagt, okay, dadurch, dass das Gewicht und das Alter eh nicht passen, können wir einen ganz normalen Wettkampf machen, aber halt ohne offizielle Wertung. Okay, alles gut. Rola geht rein, denkt sich, ja, ich hau dir jetzt auf die Rübe, so als ob sie halt ein Sparringspartner von mir ist, weil ich musste mich da auch nie zurückhalten. Es waren ja immer Männer, die haben meine Schläge aushalten können. Philipp, wir haben uns die Rübe wirklich kaputtgeschlagen. Also wir haben uns nichts geschenkt. Sie, ich, hin und her. Das war so ein richtig geiler Kampf. Die Halle ist durchgedreht. Und klar, es wurde dann halt keine Siegerin gekürt. Wir gehen dann, steigen dann runter vom Ring und dann kommt so ein Verbandspräsident. Ich habe für Bayern immer gekämpft, weil ich in Ulm, Neu-Ulm ist ja so die Grenze, also die Donau grenzt. Oder wie sagt man, trennt die Bundesländer so und die Städte. Und ich habe in Ulm gewohnt, aber in Bayern in Neu-Ulm trainiert. Und da kommt da so der bayerische Verbandspräsident, so ein kleiner, dicker Mann auf mich zu und sagt, hey Mädle, so nach dem Motto, weißt du, wem du da gerade die Rübe kaputtgeschlagen hast? Und ich mit meinen 13 Jahren so voller Euphorie, so, nee, keine Ahnung, ich glaube, die heißt Dagmar oder so, war meine Antwort. Und dann sagt er zu mir, das ist die amtierende Europameisterin. Ja, krass. Hätte er mir Das ist das vorher unglaublich. gesagt, ich glaube, ich hätte mir in die Hosen Da gemacht hättest und du wäre wahrscheinlich anders definitiv gekämpft. nicht, ja, ich wäre gar nicht angetreten wahrscheinlich, so als kleines 13-jähriges Mädchen, da hätte ich mich eingeschissen, ohne Scheiß. Und das war aber so mein Glück, dass ich einfach ganz ohne Zweifel, ohne jegliche Information in diesen Kampf gegangen bin und mal gedacht habe, so, okay, das ist jetzt wie ein Training. Und genau, da ist dann wirklich auch die Boxwelt auf mich aufmerksam geworden. Natürlich so die regionale, die Landes. Rola, darf ich einmal dazwischen? Ja, Vielleicht klar. ist das damit die Botschaft hier nicht untergeht, weil sich manchmal Leute so Gedanken machen, wenn sie irgendwas tun, dass die Aufgabe zu groß ist, dass der Name schon abschreckt oder
Ja, ist das, glaube ich, doch so ein tolles Beispiel dafür, wenn man sich nicht von Dingen beeinflusst lässt, sondern vielleicht auch an seine eigene Stärke glaubt. Da hat ein 13-jähriges Mädchen vielen, vielen hier von den Leuten, die dieses Video irgendwann konsumieren werden, und das werden Zehntausende sein, so krass was gezeigt. Ja, es ist wirklich da oben. Das wird alles gesteuert. Also hätte ich, ich war so felsenfest davon überzeugt, dass ich jetzt einen richtig geilen Kampf mache, so nach dem Motto, was will die mir schon, die Kleine, die ist eh kleiner als ich. Und ich war einfach, bin da reingegangen, so nach dem Motto, es wird jetzt eh alles gut. Es wird ein geiler Kampf, ich werde deutlich die Bessere sein. Und so habe ich es dann auch beendet. Wäre ich natürlich reingegangen, oh Gott, das ist die Europameisterin, da bremse ich mich schon. Und so ist es wirklich im Leben einfach so, die sich natürlich immer große Ziele setzen, aber sich selbst das auch zutrauen. Also nicht, diese Zweifel bringen nichts. Zweifel bremsen dich nur. Und umso größer dein Selbstvertrauen ist, umso kleiner werden deine Selbstzweifel automatisch. Und mein Selbstvertrauen hatte ich ja über Jahre hinweg wirklich geschult und trainiert und habe einfach gesehen, zu was ich überhaupt in der Lage bin. So vor 3, 4 Jahren wurde ich noch durch die Gegend geschubst und heute vermöbel ich die Jungs im Training. Und das hat dann dazu geführt, dass ich total selbstsicher in diesen Kampf gegangen bin. Ehrenbauchtasche. Und jetzt hattest du gesagt, die Boxwelt ist auf dich aufmerksam geworden. Das gab also Presseberichte danach, oder war das so, oder war das intern so weitergegeben, dass das geheißen hat, Mensch, ich habe da was gesehen in der Halle, also da war so ein 13-jähriges Mädchen, unglaublich. Aber wir reden ja noch vom Thai-Boxen, oder? Da war schon Ach, Boxen. das war schon Boxen, okay. Also Thai-Boxen war ja noch viel weniger. Also da gab es schon fast gar keine Wettkämpfe für mich. Da, also ich habe sehr, sehr schnell, glaube nach 2 Jahren, schon beides trainiert. Boxen und Thai-Boxen. Wie oft die Woche, was müssen wir uns vorstellen, 12, 13 Jahre alt, wie oft die Woche hast du trainiert? Dreimal war schon. Also so mit 12, 13 noch dreimal, aber wirklich dann jede Woche auch und ohne Ausreden, ohne Wehwehchen, ohne ich habe keine Lust. Ferien wurden durchtrainiert und ja, schon hardcore durchgezogen. Ja. Ohne kommt man da auch nicht hin, wo du warst, oder? Nur von Ja, auf dumm jeden Fall. rumpalavern. Also ich bin da ja auch ein bisschen mit Selbstschuld, weil ich habe ja dann als so die Boxwelt natürlich, dadurch, dass sie das bemerkt haben, habe ich natürlich Einladungen gekriegt zu ganz vielen Lehrgängen, zu Seminaren, zu Turnieren. Ich habe zwar nicht immer eine Gegnerin bekommen, aber ich bin zumindest mal eingeladen worden. Und man hat versucht, auch über den Landesverband plötzlich jetzt Gegnerin zu bekommen für mich. War trotzdem nicht einfach. Vor allem, da war mein Ruf einfach viel zu groß dann irgendwann, dass sie dann hingefahren sind. Als sie dann aber erfahren haben, gegen wen sie boxen sollten, haben sie es dann doch nicht mehr gemacht. Ist auch sehr, sehr oft vorgefallen. Und ich war dann mit 14, also so ein halbes Jahr, glaube ich, nach meinem ersten Kampf, stand ich dann in Karlsruhe auf einem Turnier. Und da stehe ich so mit meinen ganzen Trainingskollegen und mein Trainer und alle waren dann da. Und da sagt dann einer zu mir, hey Rola, siehst du die Frau da oben? Da haben zwei gekämpft und eine Frau war Ringrichterin. So eine kleine Blondine mit weißem Hemd halt und so einer Fliege. Und hat da die Ringrichterin gespielt. Und der sagt dann zu mir, weißt du, wer das ist? Und ich gucke sie an, ich so, keine Ahnung, kenne ich nicht. Und er so, hey, die ist Weltmeisterin im Boxen. Das war Regina Ehrenbauchtasche. Halmich damals. Und ich dann so, so ganz unglaubwürdig, weil sie wieder so klein war und ich war Ja. es ja gewohnt, weißt du, ah, die Kleinen hau ich eh alle weg. Und dann habe ich ganz großkotzig mit 14 gesagt, ja, was die kann, kann ich auch. Ich werde auch mal Weltmeisterin. Und das hatte ich mir dann so als Flausel in den Kopf gesetzt und habe mich dadurch natürlich auch selbst verpflichtet, hey, wenn du so ein großes Ziel hast, dann reicht nicht einfach zweimal Training die Woche. Dann wird halt wirklich geackert, geackert, geackert. Und mir war klar, wenn ich irgendwann Weltmeisterin werden will, auch schon sehr jung war mir das klar, dass ich dazwischen ganz viele kleine Ziele haben muss auf dem Weg, dass ich es schaffen muss, auf die deutsche Meisterschaft zu kommen, dass ich irgendwann zur Europameisterschaft muss, um dann irgendwann hoch zur Weltmeisterschaft zu klettern. Und ja, da hieß es dann Training, Training, Training. Rola, hast du in der Nachbetrachtung das Gefühl, dass du dadurch was verpasst hast? Oder sagst du, nein, ich habe das auch so für mich entschieden? Oder spielte da auch, spielten da andere auch die Entscheidungen mit rein?
Absolut nicht. Also ich bin, das war das, was ich wollte, das war das, was mich glücklich gemacht hat. Ich habe natürlich jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich auch selber Mama bin und auch sehe, weißt, wie toll das ist, wenn Kinder, gut, meine Kinder sind noch nicht so alt, aber wenn ich einfach sehe, wie sie sich mit ihren Freunden treffen, auf dem Kindergeburtstag, das gab es bei uns ja alles nicht. Das gab es schon von klein auf nicht, da hat mein Vater uns immer so geschützt und so, wir durften auch nicht so ohne die Familie zu Fremden und so, auch dieses typische Klischee halt. Wie toll das ist und wie wichtig auch so eine gesunde Kindheit ist. Und dann später weiß ich das dann auch mit der Jugend bei meinen Kindern. Da denke ich schon manchmal anders nach, so hätte ich das nicht auch gebraucht und so. Aber im Endeffekt, nein, überhaupt nicht. Weil genau das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin, wo ich als Weltmeisterin dann gestanden habe. Und zwar war das dieses sich nicht ablenken lassen in der unfassbar wichtigen Zeit. Und das ist diese Jugend, wo das Leben so viel Ablenkung bietet. Ja, ich wollte. Und da war ich halt so straight und natürlich auch, als meine Eltern und mein Trainer auch gemerkt haben, hey, sie will das und vor allem sie kann das, sie kann dieses Ziel wirklich irgendwann erreichen, war es klar, dass sie dann auch strenger waren. Aber sie mussten nicht oft wirklich streng durchgreifen, weil ich das eigentlich mehr aus Eigenantrieb dann schon Okay, wollte. du hattest es eben gerade so in dem Nebensatz fallen gelassen, so, okay, du trittst dann auch ins jugendliche Alter ein, Pubertät kommt und so weiter. Wie sieht's aus? Männerwelt, ja, also dass man, ja, man trainiert ja auch mit vielen Männern, ja, Testosteron in der Luft, man selber, der Körper verändert sich, haben die meisten durch auf diesem Kanal, wenn ich den Altersdurchschnitt bei YouTube sehe, also können wir drüber sprechen. Ja, gab's da was, das, ja, gab's da eine Liebe in der Schule oder dass man sagt, okay, wo man Training vernachlässigt wurde oder war das wirklich so fixiert, so Tunnelblick und sagt, okay, kommt schon noch oder hat immer die zweite, spielt immer die zweite Geige? Absolut nicht. Ich war so fokussiert auf meinen Sport und ich hatte natürlich immer meinen, ich weiß, wie nennt man das? Anstandswauwau? Anstandswauwau sagt man doch, Ja. oder? Mein Vater immer an meiner Seite. Egal wo ich war, er war dabei. Ob das auf Lehrgängen war, ob das im Training war. Das heißt, ich hatte gar keine Möglichkeit und ich wusste ja schon sehr, sehr früh, wie er auf das Thema Jungs und Männer reagiert. Weil da zum Beispiel bei solchen Sachen wurde dann diese Kultur, oh, bei uns gibt es das nicht, natürlich wieder vorgeschoben. Das heißt, ich habe mich erst gar nicht getraut. Es gab auch viele, viele Momente, wo auch Gewalt dann im Spiel war, in der Familie. Es gibt so ein Ding, das werde ich niemals vergessen, so total krank eigentlich. Eine Story, die steht nicht mal in meinem Buch, fällt mir gerade ein. So viele Stories habe ich auf Lager. Ich war, glaube ich, 13, 14, habe die Bayerische Meisterschaft gewonnen. Und dann musst du dir das so vorstellen, am Ende eines Turnieres gehen alle Meister in den Ring und machen ein Gruppenbild. So, das sind die Champions aus Bayern von 1999 zum Beispiel. So, und da stehen wir alle und da ist es absolut normal, dass halt jeder den anderen in den Arm nimmt fürs Gruppenfoto. So, und dadurch, dass ich ja die einzige Frau war, stand ich ganz am Rand und ein Sportler neben mir, den kannte ich nicht mal, Gott. hat halt den Arm um mich gelegt. So, mein Vater war außerhalb des Rings, hat das gesehen und hat halt darauf gewartet, dass ich dem Typ jetzt den Arm runterreiße, ihm im besten Fall noch eine mitgebe und so nach dem Motto, hey, was stimmt nicht mit dir? Da war dann diese kleine sensible Rolla, die dann einfach nur da stand und so total überfordert war, weil ich wusste, was mein Vater jetzt von mir verlangt. Aber ich wusste, ich hatte nicht diese Stärke, den Mensch, weil er hat ja nichts Böses gemacht, jetzt irgendwie so bloßzustellen. Habe einfach dieses Foto gemacht mit allen und bin runter. Das war der Terror meines Lebens. Ich habe Schläge kassiert, so nach dem Motto, hey, Ehre, Schande, diese ganze Leier, die ich eh nicht hören konnte, kam dann über mich. So, Aber dass das du. aber ist ja schon, ist ja schlimm zu hören. Können wir uns das denn so vorstellen, dass es dann aber auch ist, darf keiner mitbekommen? Also nicht gleich beim Ring, sondern wir sind ja integriert und jetzt, sondern dann in der Zu Hause. Kabine zu Hause, okay? Zu Hause. In der Kabine wird noch der Sieg gefeiert und wir sind ja so toll und das Team. Und während der Autofahrt hast du es schon gemerkt. Und zu Hause gab es dann, ich will nicht sagen, wir wurden ständig verprügelt, aber bei solchen Momenten hatte dann die Kontrolle schon verloren. Und von daher wurdest du da ja wirklich schon da erzogen. Wie so ein Hund, ganz ehrlich, ich hatte einen Rottweiler.
Okay, jahrelang, also so eine, das ist ein Hund, der einen richtigen Schaden anrichten kann. Aber der war einfach wie Mickey Maus zu mir, weil ich ihn von klein auf erzogen hatte. Meine Regeln funktionieren, du funktionierst so, wie ich das eben haben möchte. Und das kannst du auch bei einem Mensch machen, das kannst du auch bei einem Hund machen, so wie bei einem Kind machen, so wie wir unsere Hunde erziehen können, egal wie stark die sind, die werden uns nie oder in der Regel, in den meisten Fällen, sich uns nie stellen oder so, obwohl sie wissen oder vielleicht viele wissen es gar nicht, meiner zum Beispiel nicht, der dachte immer, der ist so ein Trottel, wenn der wüsste, wie stark er eigentlich ist. Aber mir gegenüber war er immer oder uns gegenüber der Familie immer so, er kannte seine Grenzen. Und so war ich einfach zu Hause, so Also ich wusste, war ich es wurde dann, getrimmt. ja, war es dann auch so, wurdest du so konditioniert auch, wenn wir schon bei dem Beispiel Hund sind, ist es dann auch so, dass du sogar auch das Gefühl hattest, okay, das war sogar mein Fehler und bist du wieder angekommen dann? Ja Also, klar, ja. du weißt doch, wie ich reagiere. Bring mich nicht in so eine Lage. Also bring du mich, dein Verhalten hat mich dahin gebracht. So nach dem Motto, das lernst du irgendwann, fängst du an, diese Scheiße auch zu glauben als kleines Mädchen, Also Jugendliche, wie auch immer. auch noch Schuld auf das Kind geben. Ich musste das jetzt machen. Es ist deine Schuld, dass ich jetzt so wurde. Genau. Ja, es ist, das ist schon immer wieder krass zu hören. Ich hoffe, dass ganz viele das hören, dass Leuten das nicht passiert. Wir haben gerade eine Situation, wo Familien ganz viel zu Hause untereinander sind und Leute geht raus von mir aus, boxt gegen Laternenpfahl oder so. Aber lasst es nicht an den Menschen aus, die um mich herum sind, auch nicht an Tieren. Ja, also Ja, Rola, definitiv. es Also ich ist wurde so konditioniert, ich hatte gar keine, ich wollte erst gar nicht irgendwie mich verlieben oder mich umschauen. Deshalb habe ich alles abgeblockt. Ich habe auch jeglichen Kontakt von Jungs so wirklich so, ich war so ein Eisklotz, verstehst du, was ich meine? So, dass bloß keiner auf die Idee kommt, auch irgendwie mich unnahbar mal, dann. ja, voll, absolut. Okay. Das schleppe ich auch heute manchmal mit mir mit. Das mag man mir gar nicht abkaufen. Aber ich bin so ganz, ganz, ganz schwierig, was Freundschaften angeht. Also ich lasse echt keinen Menschen an mich ran. Manchmal baue ich diese Mauer auch heute noch zu sehr auf. Ich bin das so von klein auf gewöhnt. So, es darf keiner an mich rankommen. Verstehst du? So nach außen. Ich bin mit allen gut und ich komme mit allen Menschen aus. Aber so, keiner kennt so die wahre Rola oder ganz wenige kennen so diese wahre Rola, weil ich ganz wenige Menschen wirklich an mich ranlasse. Und das habe ich halt von klein auf gelernt. Ich habe nicht gelernt, Bindung zu anderen Menschen, auch freundschaftliche Bindung aufzubauen, weil ich ja immer so, nein, das lenkt mich nur ab. Sport, 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 Fokus, Fokus, Fokus. Ich hatte mein übergeordnetes Ziel und alles andere war mir scheißegal. Es war wie so Scheuklappen, die ich hatte. Das ist schon eine krasse Story. Also ich kann es dir auch sagen, kriegst ganz, ganz viel Zuspruch auch in dem Chat. Ja, also wie gesagt, ihr könnt das Buch auschecken. Ich kann es nicht oft genug heute zeigen. Ihr wisst sonst, ja, zeige ich das mal einmal oder so. Aber wirklich, checkt das aus. Checkt Rola auch aus bei Instagram. Ja, und Dankeschön. ich hoffe, wenn Corona zu Ende ist, kann man sie auch immer mal wieder sehen. Ja, dort auch aktiv. Informiert euch über sie bei Instagram. Unter diesem Video ist der Instagram-Link und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr da folgt, gibt es immer wieder einen Mehrwert auch für euch. Ja, jetzt, ja, Gewalt zu Hause, Gewalt im Sport ist ja dann doch schon erstmal für ein junges Mädchen oder auch für einen jungen Mann natürlich, das formt ein Jahr. Und jetzt bist du voll aufgegangen im Sport. Wurdest immer erfolgreicher. Hattest du denn in jungen Jahren auch schon Rückschläge, wo du sagtest, okay, oder war das immer eine steile Kurve? Ging es einfach immer nur bergauf? Sportlich gesehen ging es immer nur bergauf. Also da war ich wirklich, da habe ich ja mir irgendwie auch gar keine Fehler erlaubt. Also ich habe immer fleißig trainiert, ich habe mich an alle Regeln gehalten, die ein Sportler so halten sollte. Weißt du, wirklich auch klar, Alkohol und so ging ja sowieso nicht. Und auch Partys und Weggehen und Ernährung und sowas. Ich war immer straight. Ich habe alles wirklich, all meine Hausaufgaben gemacht, habe viel trainiert und. Wo es anfing, schwierig zu werden, bei mir war es tatsächlich in der Schule. Ich habe dann mein Abitur machen müssen. Ich wollte das gar nicht. Ich hatte mit 16 nämlich ein Angebot von einem Profiboxstall in Köln. Den wollte ich natürlich unbedingt haben, diesen Vertrag, aber meine Eltern haben sich dagegen entschieden. Die haben gesagt, erstens bist du viel zu jung und zweitens reicht uns die mittlere Reife einfach nicht als Absicherung. Sport ist ja schön und gut, aber ich meine, da kann auch viel passieren und du brauchst eine solide Schulausbildung. Und deshalb haben sie mich gezwungen, mein Abitur zu machen und gesagt,
Wenn du das Abitur in der Tasche hast, kannst du danach tun und lassen, was du willst. Also die wussten ja, dass ich eh nur boxen werde und deshalb haben sie mir da diese Wahl gelassen. Und dann habe ich mein Abitur gemacht und ich war auf so einem Sportfördergymnasium und war aber zu dem Zeitpunkt auch schon in der Nationalmannschaft. Das bedeutet, ich war wirklich nur unterwegs. Ich habe jedes Wochenende Seminare, Lehrgänge, Länderkämpfe oder sonst was gehabt. Ich habe ganz, ganz wenig Zeit gehabt für die Schule, fürs Abitur zu lernen. Bin auch tatsächlich, habe eine Ehrenrunde dann gedreht. Und dann hieß es, es gibt Förderkurse für die Leistungssportler. Also die, die wirklich nicht so viel Zeit haben, die kriegen Förder-Nachhilfeunterricht, extra Lehrer wurden eingestellt und, und. Und ich habe ein Jahr lang kämpfen müssen, um diese Kurse zu bekommen, weil mein Sport noch nicht olympisch war. Das heißt, Frauenboxen zu der Zeit war nicht olympisch und ich habe diese Förderung nicht gekriegt, obwohl ich die Einzige in der ganzen verdammten Schule war, die für Deutschland gekämpft hat, international. Alle waren noch so auf Regionalliga-Niveau und so, aber es waren halt Olympiasportarten oder Fußball. Und die haben das halt bekommen und ich nicht. Und dann stand ich wirklich auch kurz davor, eine zweite Ehrenrunde zu drehen. Und es geht ja beim Abitur nicht. Also dann kannst du nicht zum Abi antreten, wenn du ein zweites Mal durchfällst. Und dann bin ich bis ans Kultusministerium gegangen und habe das eingeklagt und wirklich habe dann diese Förderstunden, die mir eigentlich schon seit einem Jahr zustehen, auch bekommen und habe dann mein Abitur geschafft. Aber diese Kämpfernatur, die steckt ja in dir, ne? Also, Voll. ne? Also Mit steh Roland, auf, Mädchen, ja, mit Roland war ich legen wir uns schon lieber nicht vorher. an. Ja, also suchen wir uns andere Gegner. Nee, Ja. also viele denken wirklich so, dieser Titel Steh auf, Mädchen hat mit dem Attentat oder so zu tun. Aber das war ich schon viel früher. Also das hat nichts mit dem Attentat zu tun gehabt. Diese Kämpfernatur hatte ich einfach vorher schon über viele Jahre hinweg antrainiert und gelernt. Ich bin so ein Mensch, der glaubt, dass man sich jede Fähigkeit anlernen und antrainieren kann. Natürlich hat der eine einfach eine gewisse Intelligenz schon mitbekommen oder ein Talent. Aber auch du kannst mit ganz, ganz viel Fleiß im Endeffekt alles erreichen. So nach dem Motto, Fleiß schlägt Talent. Das haben wir im Boxen so gelernt und das ist in allen Bereichen im Leben so. Und ja, das heißt auch diese Kämpfernatur in mir musste ich mir über Jahre hinweg antrainieren. Also ich war ja nicht so von klein auf und es ist alles Training, 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 Übung, Übung, Übung gewesen. Und das war die schwierigste Zeit als Jugendliche für mich. Also nicht der Sport, im Sport lief alles glatt, aber dann so diese Schulzeit am Schluss, die war echt heftig. Also ich war auch gottfroh, als ich dann das Abitur in der Tasche hatte. Starke Leistung. Ich glaube, Leute können sich es gar nicht vorstellen, wenn man sich so dermaßen auf Sport fokussiert und dann nebenbei das Abitur machen. Ich kann es hier veröffentlichen. Ich habe ohne Sport das Abitur vermasselt. Ja, ja. Also gut. So einfach ist das. Ich hätte es auch nicht einklagen können. Ich hätte nicht gewusst, wo, wie und was. Und Rola, aber natürlich eine Sache, die mich auch interessiert, wie ist das so, wenn auf einmal man wird nominiert in die Nationalmannschaft? Das ist ja schon, also das ist ja schon, ich sag mal, der Ehre in einem Leben schon groß genug, finde ich, für eine Nationalmannschaft, egal, nominiert zu werden. Ja, voll geil. Also ich war mit 18 gab es das allererste Mal überhaupt eine deutsche Frauenmeisterschaft. Da bin ich 18 gerade geworden. Das heißt, ich hatte echt Glück, dass ich da teilnehmen durfte, weil du darfst nur als Volljährige teilnehmen. Bin auf Anhieb deutsche Meisterin geworden, war auch die jüngste deutsche Meisterin überhaupt und bin dann ein Jahr später direkt in die deutsche Frauennationalmannschaft berufen worden. Und das Krasse ist ja, ich war keine deutsche Staatsbürgerin. Das wussten die aber nicht. Es war nämlich die internationale deutsche Meisterschaft. Und bei der internationalen darfst du auch als Nicht-Deutsche teilnehmen. Und ich habe da gewonnen und die sind einfach davon ausgegangen, ja, das ist eine Deutsche. Lebt ja schon hier seit Ewigkeiten. Aber, genau das habe ich vorhin ja nicht erzählt, als ich dann 16 geworden bin, war es so, du bist immer beim libanesischen Pass, bist du bei den Kindern eingetragen oder bei den Eltern eingetragen. So war das damals zu meiner Zeit. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Und ab 16 brauchst du einen eigenen Pass. Und im Libanon oder fast in allen arabischen Ländern ist es so, die Unterschrift der Mutter bringt gar nichts. Du brauchst für alles die Unterschrift des leiblichen Vaters. Ist das so, ja? So, ja. Und jetzt war ich natürlich an dem Punkt, wo ich die Unterschrift von ihm gebraucht habe, um einen eigenen Pass zu beantragen. Und dann hat man, so haben wir so das erste Mal, als ich dann 16 war, die Kontaktaufnahme irgendwie getätigt über meinen Onkel damals im Libanon. Und er hat tatsächlich ausrichten lassen, so, ja, ich unterschreibe ihr diesen Wisch, wenn sie mir 10.000 Dollar schickt. Ach, hör auf.
Ach Boah, und ich Mann. habe ihm 10.000 Stinkefinger geschickt innerlich, wo ich mir gedacht habe, boah, was stimmt nicht mit dem? Und ich habe tatsächlich, ich habe gesagt, nein. Ich habe 2 Jahre lang ohne Ausweisdokument gelebt, also mit so einem Ersatzausweis, so einem deutschen Ersatzausweis, wo halt drin stand, dass ich libanesische Staatsbürgerin bin und die unbefristete Aufenthaltsgenehmigung oder Erlaubnis hier habe, keine Ahnung, wie das heißt, und habe 2 Jahre ohne Pass. Ohne Passdokument bin ich durch die Gegend gelaufen, nur um ihm diesen Gefallen einfach nicht zu tun. Ja, ich wollte das einfach nicht so. Was für ein Assi ist das, habe ich mir Was gedacht. hat das so in dir ausgelöst, wenn du sagst, okay, welche Reaktion, hättest du dir vielleicht eine andere Reaktion erwünscht, irgendwie so auch Zuspruch, Mensch, oh mein Kind, was machst du? Du bist den Weg gegangen Ja. und ja. So, keine Ahnung, so einen ganz gesunden Menschenverstand habe ich erwartet, dass er sagt so, hey, ja, schade, dass wir uns nur durch diese Umstände irgendwie jetzt begegnen oder Kontakt aufnehmen, aber natürlich wenigstens, das ist so das Mindeste, was ich dir gebe, eine Unterschrift, dass du deinen eigenen Pass machen kannst. So, verstehst du, was ich meine? Das habe ich erwartet, aber nicht mal das kam. Und von daher war das dann für mich auch so eine, das hat mir gut getan, weil ich dann natürlich so in dem Alter hinterfragst du vieles und denkst dir so, ja, wie ist der eigentlich? Und vielleicht stimmt es auch gar nicht, was meine Eltern mir erzählen, nur weil die im Schlechten auseinandergegangen sind. So ist ja auch bei Elternteilen, dass natürlich man nicht gut über den anderen spricht. Und ja, aber als dann das kam, war mir schon klar, okay, das passt alles. Es ist gut, dass ich keinen Kontakt so lange zu ihm hatte. Brauche ich nicht, fehlt mir nicht und bringt mir auch nichts. Und dann, als sie mich in die Nationalmannschaft berufen haben, habe ich da angerufen und zu dem Boxpräsidenten gesagt, ja, ich habe da ein kleines Problem. Ich bin gar keine Deutsche. Und er so, wie? Oh nein, warum kriege ich diese Information erst jetzt? Die Europameisterschaft ist in 3 Wochen. Und ich so, scheiße, wie sollen wir das jetzt hinkriegen? Und glaub mir, ich glaube sogar, ich weiß es nicht, aber ich bin bestimmt die Einzige in Deutschland, die das geschafft hat. Ich habe in 24 Stunden die deutsche, wie sagt man, Staatsbürgerschaft bekommen. Staatsangehörigkeit bekommen. Jetzt, krass. Alles, was eigentlich sonst über Postwege und sowas ging, ging alles per Fax. So, der Bundespräsident oder der Boxpräsident hat einfach der Ausländerbehörde in Ulm einen fetten Brief geschrieben und gesagt, wir brauchen dieses Mädchen, damit sie den deutschen Adler auf der Brust trägt und in 3 Wochen dort auftritt. Der hat alles auf einmal getan. Alles ging per Fax, bla bla bla. Ich hatte 24 Stunden diesen Pass, auf den ich 2 Jahre eigentlich gewartet habe, in der Hand und durfte dann für die deutsche Nationalmannschaft in Italien antreten. Hab schön aufs Maul gekriegt und bin wieder nach Hause gegangen. Ich habe da so abgekackt, das war viel zu heftig für mich. Ich war gerade mal ja, 19, das allererste Mal international gekämpft, in Deutschland alles weggeballert, was nur ging. Ich war so krass unterwegs und fahre dann auf die Europameisterschaft und in meinem Boxpass, in meinem offiziellen Boxpass waren, glaube ich, 14 Kämpfe oder so eingetragen, 15. Ich habe ja wirklich erst so ab 18 richtige offizielle Kämpfe machen dürfen. Und dann sehe ich, guck, da, das war aber wieder ein Fehler einfach von meinem Trainer damals, von dem Landestrainer, von dem Bundestrainer. Der kommt dann zu mir her vorm Kampf und sagt, boah, voll die blöde Auslosung, du hast die Russin gekriegt mit 65 Kämpfen. Und ich war dann schon so total eingeschüchtert. Hätte er mir das nicht gesagt, wie damals als kleines Mädchen, hätte ich hier wahrscheinlich die ja, die Rübe eingeschlagen, aber ich war dann so gebremst innerlich, so, boah, scheiße, die hat so viele Kämpfe, so viel Erfahrung, internationale Erfahrung, das fehlt mir, dass ich ganz knapp wirklich den Kampf einfach verloren habe, schon in der Vorrunde ausgeschieden bin und dann so ohne nichts nach Hause gefahren bin. Und das hat mich dann schon, Ja, was hat das in dir ausgelöst? es hat schon so an meinem Ego ein bisschen gekratzt, habe ich mir gedacht, okay, das ist das letzte Mal, dass mir so ein Scheiß passiert. Okay. Ja, war es dann auch. Was hat ja dann ganz anders reingespielt. Diesmal hat man dir gesagt, ja, schon 65 Internationale und ja, ist ja genau das Gegenteil von dem, was dir als 13-Jährige passiert ist. Genau. Und ja, also das zeigt wirklich, wenn du dich mental schon irgendwie bremst oder wenn du dir schon die ganz falschen Dinge in den Kopf setzt, dann bremst du dich auch körperlich. Und ich bin nur mit dem Gedanken rein, oh Gott, sie ist viel stärker als ich und besser als ich und erfahrener und bin gar nicht in meinen Kampf reingekommen, habe gar nicht meine Stärken ausnutzen können und ja, habe den Kampf vorher schon verloren, bevor ich da reingegangen bin. Rola, darf ich zwischendurch zwei, drei Fragen stellen, die mir so immer mal so über den Ja. Weg gelaufen sind aus dem Chat und durch mein Gehirn?
Wie hat generell so die Box-Männerwelt auf dich reagiert oder wie wurdest du da aufgenommen? Ist das, fühlte man sich so als gleichwertig oder waren da Abstufungen? Wie hat die Box-Männerwelt dich aufgenommen oder welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also die Jungs, mit denen ich eigentlich von klein auf trainiert habe, die mich auch wirklich jahrelang begleitet haben, die jahrelang mich dann auch später auf Wettkämpfe vorbereitet haben und so, für die war ich einfach eine von denen. Da gab es überhaupt kein Gefühl, dass ich da nicht dazugehöre, dass ich anders bin, dass ich eine Frau bin. Ganz schlimm waren immer diese kleinen jungen Hüpfer, die ja, gerade mal so erwachsen geworden sind und da ins Gym kamen, so, ey, ich will jetzt kämpfen und so, halt einfach eine große Klappe hatten. Und dann immer der Trainer gesagt hat, ja, okay, mach mal erstmal Sparring mit dem Mädchen da. Und wenn du das schaffst, dann könntest du bei uns in die Wettkampfmannschaft. Und die waren dann so voll am ihr Ego angekratzt, so wie, schlag keine Frauen und so. Und ich war dann halt immer so voll abgebrüht. So, echt, du schlägst keine Frauen. Dann habe ich denen so richtig eine zentriert, dass sie danach komplett vergessen haben, dass ich eine Frau bin, dass sie wirklich so mit mir trainiert haben, als ob ich ein Mann bin und habe denen dann einfach gleich gezeigt, so hey, bei uns gibt es dieses Mann-Frau, im Training gibt es bei uns einfach nicht. Mein Trainer hat da wirklich, der hat mich immer da voll in Schutz genommen und mich immer auf Händen getragen und hat nie irgendwie jemand, also alleine schon, wenn jemand dumm geguckt hat, dann hat er mir erst recht gesagt, jetzt hau ich mal richtig mal auf die 12. Hat mich da ja wie so ein Papa auch mit begleitet und beschützt durchs ganze Training, durch die ganzen Jahre. Ich wollte gerade sagen, also die Trainerwahl dann schon wichtig. Magst du uns da mal Ja, so einen Einblick voll. geben? Ich habe mit diesem Mann 22 Jahre, also er war mein erster und mein allerletzter Trainer. Also ich habe auch durch ihn sehr viel gelernt, ist auch heute, ich habe viele Menschen aus meinem Team damals wegen dem Attentat verloren. Ich glaube, 3 Stück sind übrig geblieben und er ist natürlich die Nummer 1 davon. Er ist heute wie so ein, ja, schon spielt auch so eine väterliche Figur in meinem Leben, ist ein Vorbild für mich und ist einfach eine Person, wo ich weiß, auf die kann ich mich 100% verlassen. Er will nur das Gute für mich, er wollte immer das Gute für mich und ja, krass. Also trägt einen ganz, ganz großen Teil dazu bei, dass ich Ist heute das die Person bin, die ich bin. ich schweife da jetzt mal so ganz kurz ab, weil ich werde ja oft so auch gefragt, meine Arbeit, wie ich so zu Kampfsport stehe, auch so bei Jugendlichen, die sowieso schon gerade Aggressionsprobleme haben und so weiter. Wie stehst du so dazu? Was müssen Trainer neben der Kampftechnik noch leisten? Also wurde da Ja, ja, entschuldige. also ja, geht es darum zu zeigen, okay, so zentrierst du eine, ja, wie du so schön gesagt hast vorhin, ja, oder wurden dir auch andere Dinge noch mitvermittelt? Also, was weiß ich, wie man den Sport einsetzt, dass man ihn nur im Ring einsetzt und so weiter. Also, das ist ja auch vielleicht ganz wichtig. Ja, viele Eltern haben ja auch Angst, okay, jetzt lernt mein Sohn, meine Tochter noch Kampfsport und dann wird sie eine Maschine draußen. Also es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Trainer. Ich denke, für die Eltern ist es ganz wichtig, mal so zu schauen, worauf legt der Trainer überhaupt Wert. Natürlich wusste ich ganz genau, wie ich Jungs auf die 12 hauen oder Männern oder Frauen oder wem auch immer. Aber das Erste, was mein Coach mir und allen anderen auch vermittelt hat, sind wirklich diese Werte. Respekt, Pünktlichkeit, Ehrfurcht, auch Akzeptanz, Toleranz, dass wir eine Einheit sind, so dass wenn einer von uns irgendwie gemobbt wird, dann mobbt automatisch die ganze Gruppe. Also es gab für uns, wenn jetzt einer Scheiße gebaut hat im Team oder in der Trainingsgruppe, dann durfte die ganze Mannschaft leiden. Dann gab es Strafliegestütze für die ganze Mannschaft, nur für diese eine Person nicht. Dass der auch mal so ein bisschen Verantwortung, dass jeder auch lernt, dass er für sein Verhalten auch Verantwortung tragen muss. Und da lernt dann ganz, ganz schnell jeder, was Teamfähigkeit bedeutet, was dazugehört und wie du wirklich auch im Leben akzeptiert wirst. Also wenn du hier überall, wenn ich das so ausdrücken darf, so das Arschloch bist, dann wirst du nirgendwo angenommen. Und das hat meinem Trainer schon, das war ihm schon das Wichtigste. Auch jetzt diese Jungs, die reingekommen sind, die großkotzig waren und, die wurden gleich runtergebracht
um denen zu zeigen, hey, wir begegnen uns alle auf einem Level hier, egal ob du eine Frau bist, ob du schwarz bist, ob du schwul bist, ob du klein bist, ob du groß, dick, wie auch immer, das spielt hier auf der Trainingsmatte absolut keine Rolle. Wir sind jedem gegenüber respektvoll und wenn du es halt mal nicht bist, dann kriegst du eine kurze Lektion, bis du es verstanden hast. Und wenn du es nicht verstehst, dann bist du ganz schnell bei uns draußen. Also er hat auch ganz, ganz viele Jungs wirklich rausgeschmissen, weil die von ihrem Ego-Trip nicht runtergekommen sind. Also da war ihm dann dieses Finanzielle so, hey, das ist ja ein Mitgliedsbeitrag, war ihm scheißegal. Ihm war es eben wichtig, dass die Werte vermittelt werden. Und das hat er auch bei den ganz Kleinen, als er dann später irgendwann hatte tatsächlich Kinder trainiert, obwohl er immer gesagt hat, was will ich mit denen auf der Matte, hat er das tatsächlich gemacht und hat damit angefangen. Also da ging es weniger um diesen Kampfsport, sondern eher dieses Zwischenmenschliche, Also ganz dieses. wichtig vielleicht, dass Leute das mitnehmen, weil es gibt auch schwarze Schafe im Kampfsport, egal in welchen, ja, die wirklich nicht geeignet sind, um mit Jugendlichen zu arbeiten. Augen auf dann bei der Trainerwahl, bei der Gymwahl, sage ich immer wieder. Ja, da kann man sich auch mal informieren. Wir haben es gerade von Rola gehört, wie wichtig das ist. Ja, Rola, wir reden jetzt hier nicht über professionelles Murmeln, wo ich wahrscheinlich noch hätte mitmachen können und das Abitur trotzdem nicht geschafft hätte. Ja, sondern wir reden ja auch wirklich über einen sehr, sehr harten Sport. Wie verletzungsmäßig, was macht das mit einem jungen Mädchen, sag ich mal, wenn du sagst, ja, wir kamen aus dem Ring und wir haben uns beide nichts geschenkt und haben uns wirklich die Fresse poliert oder so. Ähnlich hast du das vorhin gesagt. Ja, wie geht man damit um? Wie lernt man das, auch als junges Mädchen? Du lernst natürlich einmal zu schlagen, lernst du also auch diese Überwindung, einem Menschen ins Gesicht zu schlagen. Also das kannst du auch nicht von Geburt an. Das musst du auch trainieren und auch diese psychische Blockade, die du anfangs hast, so nein, ich kann nicht, ich will nicht und und. Du lernst irgendwann zu sagen, hey, das ist Sport, ganz einfach. Wenn ich es nicht mache, macht er es oder sie es. Und das ist Training. Auch dein Schmerzempfinden ist Training. Und das Gute ist ja wirklich, vor allem in Deutschland, wenn du dann auf einem gewissen Niveau bist, ob das Landeskader ist, Bundeskader, Nationalmannschaft, was auch immer, bist du dann natürlich auch gezwungen, so medizinische Checks ständig zu machen. Also du kriegst keine Erlaubnis für das nächste Jahr, also in deinem Wettkampfpass teilzunehmen, wenn du nicht eine große medizinische Untersuchung gemacht hast. Da ist natürlich CT von deinem Kopf dabei, einfach zu gucken, gibt es Blutgerinnsel, ist irgendwas im Kopf nicht okay, um da wirklich ganz, ganz gesund und fit in den Ring zu steigen. Also da war ich Gott sei Dank immer gut aufgehoben, dass ich wusste, ich habe auch regelmäßig immer öfter, als eigentlich Pflicht war, dann auch diese Checks gemacht, mich ständig untersuchen lassen. Ich muss ehrlich sagen, sogar bei meinem letzten, also nach 20 Jahren Boxsport und auch Thai-Boxsport, war ich im Krankenhaus und habe ein CT gemacht von meinem Kopf und die Ärzte haben mir nicht geglaubt, dass ich jemals geboxt habe. Also die haben gesagt, Umso besser. absolut keine Spuren. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe immer einen ganz gesunden Boxstil gehabt. So erst meiden, dann setzen, also nicht wie eine Bekloppte einfach reinspringen, zwei Treffer kassieren, aber drei setzen, sondern lieber erst Treffer meiden oder weißt, denen aus dem Weg gehen und dann die Treffer zu setzen. Ich habe auch tatsächlich nur einmal, und das war bei meinem allerletzten Boxkampf vor 6 Jahren, hatte ich auch kleinere Verletzungen nach dem Kampf. Also ich hatte eine Gehirnerschütterung, ich hatte eine angebrochene Nase, ich hatte so eine Beule. Aber auch nur, weil die Gegnerin so unfair war. Also die hat mir Kopfstöße verpasst, Ellbogenstöße, mit der Schulter hat sie mich geschlagen. Also so eine ganz, ganz unangenehme Boxerin war das. Aber davor wirklich nichts. Ab und zu mal die Nase geprellt. Ja, aber sonst toi, 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 ich hatte über Jahre hinweg keine Verletzungen durch den Sport, durch den Boxsport. Ich hatte Bänderrisse, Kreuzbandriss, durchs Volleyballspielen in der Schule, durchs Joggen, zu blöd die Treppen hochgelaufen mit High Heels, umgeknickt, Bänderriss, solche Sachen hatte ich. Aber durch den Boxsport wirklich nichts. Ja, super. Also Ja. dann muss man dann mit der Verletzung mit den High Heels halt leben, ne? Ja. Da muss Selber man dann, schuld, ja, wenn man diese Dinger trägt. da muss man dann durch. Ich hatte noch aus dem Chat, hätte ich noch eine Frage rausgenommen. Hattest du Boxvorbilder? Ich hatte eigentlich als Kind oder als Jugendliche, als junger Mensch nur ein einziges Vorbild. Und es war Prinz Nassim Hamed, hieß er. Ein
Boxer, glaube ich, ursprünglich aus Jordanien, aber halt in London geboren und auch für Großbritannien immer gekämpft. Und der war so krass. Der war boxerisch sehr gut, er war Weltmeister bei den Profis, aber jetzt nicht die Creme de la Creme, halt sehr unorthodox, sehr verspielt, hat seine Gegner verarscht, also so gar nicht Rola. Ich war immer sehr respektvoll und sehr freundlich und habe gelächelt und so. Und er hat die einfach voll auf den Arm genommen und hat halt, und das war so meine größte Inspiration, war er seine Einmarschshows. Der hat da Dinger hingebracht. Knallt. Der ist einmal mit einem fliegenden Teppich in die Arena gekommen und in den Boxring reingeflogen. Der hat einmal die komplette Michael Jackson Thriller Show nachspielen lassen, um in den Boxring zu kommen. Und das war immer so, boah, da will ich mal hin. Und das habe ich mir tatsächlich, gut, es war kein fliegender Teppich bei mir, aber es waren zwei echte Pferde und eine Pferdekutsche. Und da bin ich damals bei meinem Comeback-Kampf in die Arena reingekommen. Also er hat mich schon, was dieses Thema anging, inspiriert, um einfach so zu zeigen, hey, du musst nicht das machen, was die Masse macht. Einfach nur mit, keine Ahnung, einer coolen Musik da durch ein bisschen Nebel in die Arena reinmarschieren. Du kannst auch aus der Reihe tanzen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe oft coole Shows gehabt. Das Highlight war natürlich die Pferdekutsche dann am Schluss. Und der war so mein Vorbild. Macht sie auch irgendwie cooler. Boxerisch Ich jetzt erinnere mich da weniger. sogar dran. Ich erinnere mich jetzt Ja. boxerisch nicht, ich erinnere mich boxerisch nicht so, ich kann jetzt keinen Kampf rausholen, aber ich erinnere mich an die Auftritte. Ja, Hammer. Ja, Also die kann man ist. jetzt auch auf YouTube noch einsehen. Richtig geil, was er gemacht hat. Der ist halt so eine Legende geworden. So, man hat sich vielleicht nicht gerade wegen seinem Boxstil, auch wegen seinem Boxstil, aber eher wegen seiner Show, die er immer abgezogen hat, an ihn erinnert. Und das hat mich inspiriert. Aber das war es auch. Ich hatte sonst keine Vorbilder oder jemanden, den ich nachgeeifert habe. Ich wollte immer so mein eigenes Ding. Ich hatte meine eigenen Ziele. Ich hatte meinen eigenen Weg, den ich gehen wollte und habe deshalb, ja, wie soll ich sagen, mich da jetzt nie so an jemanden gebunden oder versucht, jemandem nachzueifern oder nachzumachen. Bruder, ich hatte dir ja versprochen, dass du gleich wieder zu deiner Familie kommst. Ich Ja. versuche das Ich einzuhalten. habe ehrlich gesagt nicht mal eine Uhr an. Ich weiß gar nicht, wie spät wir haben. Ja, Viertel vor 8 oder so. Okay, alles Nein, gut. es ist Viertel nach 8. Also, ich mache mal einen harten Cut. Und zwar, die Frage wurde hier vorne im Chat ein bisschen bemängelt, aber ich möchte sie trotzdem fragen. Ja. Gehen wir mal hypothetisch rein und. Wettkampf in München, verliebst dich in einen, ja, in wen hättest du dich verlieben dürfen? Nur libanesische Wurzeln oder, also. Also, die Vorstellung meines Vaters war so, dass ich mich erstmal nur auf meine sportliche Karriere konzentriere und erst wenn ich meine Karriere beendet habe, könnte ich mal darüber nachdenken, mich in einen Mann zu verlieben. Und ich glaube dann natürlich halt ja im besten Falle ein Moslem, ein Libanese wäre ganz cool. Aber zu der Zeit, wo ich einfach aktiv war, war das, wäre auch ein Libanese ihm nicht in den Kram gekommen. Also das. Hätte alles Ich habe geklärt. die Karriere einfach gelebt, die er nicht leben konnte. So, er hat immer gesagt, ich wollte immer Sportler werden, ich wollte das professionell machen aber ich hatte nie die Möglichkeiten. Sein Vater ist sehr jung gestorben. Als er 6 war, ist sein Vater im Krieg gestorben. Er ist ohne Papa aufgewachsen, ohne Unterstützung. Er ist als 19-Jähriger damals nach Deutschland gekommen und hat dann mit mir diese Karriere gelebt, die er wollte. Und er wollte sich halt da von niemandem reinpfuschen lassen. Und er hätte natürlich und hat dann auch wirklich jede Person, die in mein Leben dann gekommen ist, auch als Gefahr gesehen. Ist ja aber, das gibt es ja bei vielen erfolgreichen Sportlern, nicht nur bei dir, sondern dass oft viele Eltern, die selber die Karriere mal irgendwie angestrebt haben, dann nachher das ausleben über die Kinder. Ne? Das ist ja, das haben ja schon viele Sportler berichtet und ist bei dir natürlich auch ganz klar zu sehen und das, was du berichtest. Ja, ich versuche jetzt ein bisschen hier den Cut zu machen. Ich frage dich jetzt schon mal, Alles gut. Rola, bist Red du. einfach weiter, die werden sich schon melden, wenn sie Okay. Mama brauchen. Aber ich will jetzt ja nicht durchhetzen. Wärst du denn bereit, nochmal Gast zu sein und Wenn ich darf, wenn ja, ich euch nicht Bruder. langweile, sehr Nein, nein, gerne. also auf gar keinen Fall. Dann
sind wir aufgehört, irgendwie, okay, was hast du aus der Niederlage denn Positives rausgezogen? Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen aus dieser Niederlage in Italien, wie hast du da wieder das Stehaufmädchen rausgelassen? Ich habe einfach gesehen, okay, es bringt nichts, jetzt da gedanklich ein paar Tage damit zu verschwenden, dass ich jetzt da verloren habe. Das ist einfach passiert. Ich habe härter trainiert, ich habe mehr trainiert, ich habe versucht, neue Kampfstile mir anzuschauen, vieles abzukopieren, was so zu meinem Kampfstil passt, meine Stärken ausgebaut. Also wirklich nicht mehr so den, oder ich habe ich ja noch nie wirklich gemacht, aber den Fokus überhaupt nicht auf die Schwächen zu legen, gar nicht, sondern die Stärken so auszubauen, dass dir deine Schwächen gar nicht irgendwie im Weg stehen, dass du nie irgendwie deine Schwächen wirklich anwenden musst. Und habe das dann auch direkt umsetzen können in den nächsten Wettkämpfen und habe mich davon wirklich nicht aufhalten oder bremsen lassen. So einfach nach vorne schauen. Die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Wir können jetzt 3 Wochen rumheulen und sagen, oh Scheiße, ich habe verloren das erste Mal. Das bringt nichts. Einfach nach vorne schauen und weitermachen und einfach aus diesem Fehler lernen und den einfach nicht mehr nochmal machen. Was waren die nächsten Schritte auf der Karriereleiter? Ich war dann noch ein ganzes Jahr mit der Nationalmannschaft unterwegs und habe mich dann ein Jahr später entschlossen, Profi zu werden, weil ich wollte eigentlich länger noch bei den Amateuren bleiben. Und die hatten uns versprochen, 2018 wird es olympisch. Nein, Quatsch, 2008 wird es olympisch. Und 2006 haben sie uns dann mitgeteilt, nö, wird doch nicht 2008 olympisch, wahrscheinlich 2012. Und da war das für mich dann gegessen. Ich habe dann gesagt, ich möchte nicht nochmal jetzt riskieren, 5 Jahre da Gas zu geben, damit sie uns ein Jahr vorher wieder sagen, es wird nicht olympisch. Und habe mich dann 2007 entschlossen, wirklich zu den Profis zu gehen und Die habe mich Erklärung dann vom Amateursport verabschiedet. nicht alle werden es wissen. Also Profisport beißt sich mit Olympia. Ja, das wissen immer nicht alle. Genau. Genau, also das ist Und beim Boxen ist es so, wenn du einen Profikampf bestritten hast, darfst du nie wieder einen Amateurkampf machen. Das heißt, mittlerweile geht es, mittlerweile dürfen sogar die Profiboxer bei Olympia teilnehmen. Das ist wirklich mega geil. Aber zu meiner Zeitpunkt war es so, wenn ich mich für den Profisport entscheide, ist Olympia für mich einfach Vergangenheit. Gibt es einfach nicht mehr. Roland, ein ganz anderes Thema zu dem Zeitpunkt, ja, was auch mir durch den Kopf geht, ist, okay, Frauenboxsport, wie wurde das alles finanziert? Wer, ja, wie wurde das getragen? Sponsoren, Verband, Familie und Heimverein, das war's. Also ich habe sogar, um für die deutsche Nationalmannschaft zu kämpfen, das alles selbst finanzieren müssen. Ah, Also die haben nicht mal die das regt Hotelkosten mich auf. gezahlt. Ja, das regt mich auf. Das Genau. ist einfach. Weil es halt noch nicht olympisch war, gab es keine Fördergelder von den Kultusministerien. Das heißt, die Vereine und halt die einzelnen Sportlerinnen, die Familien haben das dann selbst gestemmt. Also wir mussten halt meine ganzen Transportkosten stemmen, Übernachtung. Und halt den Aufenthalt da bis sehr ein paar Tage, manchmal 1, 2 Wochen sogar auf diesen Events. Aber wenn der Erfolg da ist, heftet sich jeder den an, ne? Sofort. Ja, das ist gut. Das ist Wenn die gut, ne? Scheinwerfer da sind, machen sie Ja. alle dann so im Scheinwerferlicht. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, die Entscheidung, Profi zu werden. Über einen Boxstall oder Genau, also das, so habe wie ich es wird mir man vorgestellt. Profi? Also nehmen wir an, ich wäre gesünder, fitter und hätte mich mal irgendwie für Sport interessiert. Ja, könnte ich selber sagen, Mensch, ich bin jetzt Profisportler. Also du musst natürlich eine Lizenz beantragen beim Deutschen Profiboxverband. Wenn sie dich nicht kennen, also wenn du keinen Amateurboxpass vorlegen kannst, wo drin steht, dass du schon einige Kämpfe gemacht hast, musst du dort ein paar Tage zum Vorboxen gehen, dass die sehen, dass du auch wirklich boxen kannst. Aber das macht ja so diese Art und Weise macht ja keiner, dass es Profi wird, sondern die meisten haben ja eine solide Ausbildung und gehen dann zu den Profis. Das heißt, da reicht der absolut der Boxpass, den du bei den Amateuren hattest. Und dann musst du halt diese jährliche sportliche Untersuchung machen, kriegst eine Profilizenz und da liegt es an dir. In den meisten Fällen bindet man sich an einem Boxstall, weil der hatte natürlich die Gelder, die Kontakte zu den Verbänden, zu den Events, der veranstaltet ja dann auch selbst. Und dann machst du da deine Routinekarriere, deine Aufbaukämpfe, um in der Rangliste an eine gewisse Position zu kommen, um dich dann zu qualifizieren für Titelkämpfe.
Man fängt natürlich klein an, Deutsche Meisterschaft, Interconti Meisterschaft, Europameisterschaft und irgendwann dann halt, wenn du es schaffst, zu den Weltmeisterschaften. Und den Weg bin ich dann gegangen, als ich dann halt wirklich von allen Boxstellen diese Aussage bekommen habe, du hast keine Story, wir können dich nicht vermarkten. Das, was du bist und was du kannst, was du erlebt hast, ist zu langweilig, ist zu perfekt. Es ist so das nette Mädchen von nebenan, das will keiner sehen. Wäre es Wir dann, brauchen irgendeine geile Story. ich werde jetzt mal ganz mies und reduziere mich nicht auf meine Vergangenheit, Rola, ja. Ja, hat es da eine Regina Halmich dann einfacher, sage ich mal, ja, vielleicht, dass sie jetzt nicht darauf reduziert werden kann, ja, dann noch mit Migrationshintergrund und Klar. ja, Also Regina hatte ihre Story. du wirst nach diesem Video, wirst du Ja, gelobt, wie ich kann sympathisch du das bist. sagen. Und bei mir kommt wieder, ach guck mal, der Schlaffer hier lässt wieder den Nazi Ja, raushängen, nein, absolut. Ich habe auch von einigen Boxstellen das Angebot bekommen, ja, wenn wir deinen Namen eindeutschen. Und ich so, was? Roller Klar, Schmidt. Marco Huck heißt nicht Marco Huck. Ja, Felix Sturm ist heißt nicht Felix nicht Sturm. Felix Sturm. Naja, Die ist haben nicht. alle Arthur Abraham, die haben alle eingedeutschte Namen. Weißt du, was ich meine? Also bei den Männern. Bei den Frauen ist halt so, Reginas Positionierung auf dem Markt war halt, die hat Stefan Raab die Nase vermöbelt und ganz viele Millionen Menschen glücklich gemacht dadurch. Das war ihre Story. Plus bisschen Playboy, blond, gut aussehend, deutscher Name, perfekt. Also, dass die nicht durch die Decke gegangen ist, das hätte alle gewundert. Also, wenn sie es nicht geschafft hätte, war klar, dass sie auch noch mit ihrer sportlichen Leistung, die war natürlich auch wichtig und sie hat halt das Gesamtpaket mitgebracht. Dann gab es eine Susi Kentikian aus Hamburg, die es natürlich auch geschafft hat. Bei ihr gab es eine andere Story. 8 Jahre auf dem Flüchtlingsschiff, mehrmals abgeschoben von Deutschen. Also, so diese dramatische Story. Also, die hatten alle eine Story. Und diejenigen, die halt so nicht so durch die Decke gegangen sind, die konnten halt einfach nur gut boxen. Die Darf ich hatten keine mal Story, aber die kennt dann auch keiner. ganz frech fragen, gab es da Überlegungen, eine Story zu kreieren? Nee, also so, weil jetzt Überhaupt nicht. nicht. Ich habe mich auch geweigert, mich Carola oder Petra zu nennen. Und dann sehen die doch mich und das passt doch nicht. Ich bin keine Petra. Auch wenn ich vom Kopf her total die deutsche Kartoffel bin. Aber das sieht man einfach, das passt nicht. Das ist nicht authentisch. Und deshalb habe ich mich da immer geweigert und dann haben wir uns halt echt entschlossen und gesagt, okay, dann machen wir es einfach selbst. So, wir gehen das Risiko ein, wir bilden einen eigenen Boxstall, wir veranstalten selber, wir suchen uns eigene Sponsoren, wir machen das alles natürlich low budget erstmal und sind viel in Vorkasse gegangen, aber so nach dem Motto, ja, wenn der Weg nicht funktioniert, dann ändere nicht das Ziel, sondern den Weg. Und das haben wir dann halt einfach gemacht. Ja, stark, das muss man ja auch erstmal sich alles zumuten und machen. Das zeigt ja einfach immer auch die Willensstärke, die da ist. Okay, die Stufen erklommen, Erfolg ist da. Gab es dann auch irgendwann mal diesen Punkt, wo dann Sponsoren und so mit aufgesprungen sind? Oder hat das noch wirklich gedauert bis zur Topspitze? Beim ersten WM-Kampf, den ich dann endlich machen durfte, 2009, war es schwierig. Also wir kommen ja aus Ulm, aus dem Schwabenländle, wo ich darf sie ja nicht geizig nennen. Also sie sind sparsam, hat man mir gesagt, die Schwaben. Geizig mögen sie nicht so das Wort. Ich habe das als sehr, sehr geizig damals empfunden, weil die halt in den ganzen Basketball, Fußball so viel Geld reingebracht pulvert haben. Und es war ja alles noch auf nicht so einem starken Niveau. Sogar die Basketballer waren nicht mal in der ersten Bundesliga zu der Zeit. Und ich komme daher und rede von der Weltmeisterschaft, die ich nach Ulm hole. Und dann heißt es, oh nee, ja, 200 € kannst du vielleicht haben, aber wollen überall ihre Werbung am besten auch noch auf meiner Stirn haben. Und ja, ich war da nicht so begeistert, aber mir war klar, dass es schwierig wird. Wir haben ganz, ganz viele Freitickets erstmal rausgehauen, auch an die großen Sponsoren, dass wir gesagt haben, okay, auch wenn ihr mich nicht sponsert wollt, nehmt wenigstens Freikarten und kommt. Die Freikarten haben sie natürlich sofort genommen. Klar, kosten ja nichts. Und deshalb war der erste Kampf eigentlich komplett fast selbstfinanziert, die ganze erste Veranstaltung. Und als ich dann halt Weltmeisterin geworden bin an dem Abend, dann standen sie alle auf den Stühlen und ja, wir haben an dich geglaubt und super, Ulmer Weltmeisterin. Und tatsächlich war das aber so, dann 9 Monate später habe ich verteidigt, meine Gürtel, und stand dann nicht mehr vor 800 Leuten in so einem kleinen Konzertsaal, sondern in der großen Halle, wo die Basketballer gespielt haben, mit 3.500 Leuten, ausverkaufte Halle, Live-Fernsehsender, natürlich selbst bezahlt.
ein internationaler Fernsehsender, der, wo ich eine Einschaltquote von 22 Millionen Zuschauer hatte, Wahnsinn. Sponsorengelder, die haben sogar sich um die Werbeplätze plötzlich gerissen und so. Das hat dann schon so ein Jahr gedauert und wir mussten viel, viel, viel in Vorleistung gehen finanziell, aber auch so die ganze Vorarbeit, die Menschen zu begeistern. Klar, die Befürchtungen waren halt einfach, Boxsport, Rotlicht, da sitzen die ganzen Zuhälter mit ihren Goldketten in den ersten Reihen, wo sie ja auch alle recht haben, nur sind die jetzt halt schön mit Anzug und sehen anders aus als damals in den 70er Jahren, wo man die Ja. halt so gesehen hat, aber das Klischee stimmt ja. Ich musste die halt wirklich auf meinen Events überzeugen, dass es bei uns nicht der Fall ist, dass ich halt auch wirklich Kinder, ich habe sogar Kindershows gehabt, ich hatte einen Zauberer da, ich hatte Kinder-Hip-Hop-Gruppen, dass wirklich einfach der Sport im Vordergrund stand und dass wirklich Opis mit ihren Enkelkindern hingehen konnten, dass Familien hingehen konnten. Ich hatte ja sehr, sehr viele Fans, die sehr jung waren und ich wollte denen ja auch die Möglichkeit geben, auch live bei einem Event von mir dabei zu sein. Und das kann ich halt nicht bringen, wenn das Rahmenprogramm oder so, das Publikum, die Hauptsponsoren und so nicht passen. Und das habe ich dann aber wirklich geschafft und war dann tatsächlich 2010 auf dem Höhepunkt meiner Karriere alle eigentlich. Tja, Rola, wir streamen jetzt 90 Minuten und wir haben die Zusage von dir. Wir haben uns langsam darauf hingearbeitet, wir haben einen Einblick in dein Leben bekommen und ich glaube, ganz viele im Kopf und im Chat waren schon Mutmaßungen, warum, wie, was passiert ist nachher in der Kabine. Wir wollen dem nicht vorgreifen, ja, das nennt man ein bisschen Spannungsaufbau, ja. Wer nicht abwarten kann, ich empfehle immer wieder das Buch hier bitte. Ja, check das mal aus, in allen Buchhandlungen überall zu erhalten. Steh auf, Männchen. Mädchen. Steh auf, Mädchen. Entschuldigung, Entschuldigung. Steh auf, Mädchen. Okay. Ja, also auch gut. Steh auf, Männchen ist genauso gut. Ja, also wir wollen hier niemanden diskriminieren. Ich will die Männer nicht diskriminieren hier. Und das checkt mal aus. Und dann werden wir im nächsten Stream dazu kommen. Natürlich zu dem Attentat. Und dann, glaube ich, werden ganz, ganz viele diesen Stream live gucken und auch danach konsumieren werden, wenn sie sehen, wie man sich. Ja, wie man sich zu alter Stärke und darüber hinaus selber nochmal katapultieren kann. Ja, habe ich das so ein bisschen getroffen oder? Perfekt. Perfekt. Ja, also ich hätte jetzt auch nichts anderes erzählt. Dann, Roder, ich bedanke mich wirklich ganz, ganz lieb für deine Zeit. Wir haben im Stream ganz oft gelesen, wie viel Respekt du hier in diesem Chat bekommen hast, wie die Dankeschön. Leute das abfeiern, deine Stärke, dass Leute das selber. Selber sehen, dich als Vorbild nehmen, das ist ganz toll. Ich kann dann immer wieder sagen, unter diesem Stream sind die Social Media Daten von Rola. Da ist auch das Buch drin, findet ihr, wie gesagt, in allen Buchhandlungen. Und Rola, mir bleibt nur Danke zu sagen. Ich melde mich gleich nochmal per WhatsApp. Ich bin ganz euphorisch. Ja, ich bin nicht so euphorisch, dass ich jetzt Sport machen möchte, aber vielleicht Alles wieder. gut, das kriegen wir beim nächsten Mal hin. Vielleicht, mal gucken. Also, Rola, ich sage einfach Dankeschön. Dankeschön an die Mods, die immer den Chat sauber halten. Dankeschön, liebes Team. Danke an die Leute, die den Kanal unterstützen, Patreon, Kanalmitglieder und so weiter. Und an alle Gäste, checkt das aus und supportet auch Rola und folgt ihr. Also, ich verbleibe wie immer mit einem Ahoi von der Küste, Leute. Dankeschön.